Hast du Tom gesehen? Nein, nicht seit die Werwölfe ihm aus dem Fenster gezogen haben. Die verdammten Biester waren auch echt schnell. Hast du noch Silberkugeln? Warte. Nee, alles alle. Ich muss die letzten in den Vampir geballert haben. Nicht in die Hexe? Nee. Die habe ich mit ihrem eigenen Besen enthauptet. Nice. Okay, wir müssen Tom finden, wenn es hier nur nicht so zappenduster wäre. Ja, sie ist positiv. Die Zombies sehen uns so nicht. Ja, schon, aber die Geister-Indianer. Vor Geistern habe ich keine Angst. Die habe ich schon erledigt. Oh, Tom. Oh, dir geht's gut. Wir dachten, die Werwölfe hätten dich erwischt. Nee, die konnte ich abhängen. Hab ihnen eine Mumie in den Weg gestoßen. Ja, die Biester stehen auf Dörrfleisch. Nice. Aber Tom, wie hast du die Geister denn besiegt? Na, hiermit. Oh, Wahnsinn. Nice. Ein echter Schreckweg 0816. Wo hast du den denn her? Der stand hier hinten einfach so rum. Also, wie ist der Plan? Wie schaffen wir es, an den Vampirfürsten ranzukommen? Also, wir schleichen durch die Schatten bis zu den Ausläufern der Burg. Am besten orientieren wir uns an den Bahnschienen. Ja, nein, Irrlichter! Hey, Chef, wir sind die Vandalen, die die Geisterbahn verwüstet haben. Die schnapp ich mir. Nicht so nice. Der spezial gelagerte Sonderpodcast. Drei Jungs analysieren jeden Fall. Und da ist er wieder, der spezial gelagerte Sonderpodcast, der zweitbeste Drei-Fragezeichen-Podcast außerhalb Aachens. Ich bin Tom und ich begrüße meine beiden Kollegen Olaf und Sebo. Guten Tag. Alle in Aachen und um Aachen herum. Und um Aachen herum. Servus. Ach, das war Ulm, ne? Das war Ulm, ja. Ja, aber auch liebe Grüße an Ulm. Gibt es einen Drei-Fragezeichen-Podcast aus Ulm? So live vom Ulmer Münster, der höchsten Kirche der Welt? Also wenn das so weitergeht, dann schaffen wir das ja. Mit der höchsten Kirche. Wir sollten unbedingt anfangen. Wir sollten unbedingt anfangen mit der Besprechung der heutigen Drei-Fragezeichen-Folge, oder was meinst du? Ja, das finde ich schon, oder? Also ich könnte einmal ja eingangs sagen, welche Folge wir besprechen. Wir besprechen den Geisterzug, geschrieben von Astrid Vollenbruch. Aber bevor es soweit ist, traditionell die Einleitung über, was haben wir eigentlich in letzter Zeit so gehört? Und ich sag mal, Olaf fängt heute mal an. Ich habe was gehört, beziehungsweise habe ich auch dazu ein Bild gesehen, also habe ich einen Film geschaut, den ich euch ans Herz legen möchte. Und zwar The Kid Detective habe ich geschaut. Ein Film, der jetzt gerade erschienen ist und wie heißt das, Direct to Stream oder so wird das, glaube ich, jetzt genannt. Den habe ich mir dann gekauft. Handelt von einem Anfang 30-jährigen Detektiv, der seine besten Zeiten als Detective hinter sich hat, nämlich als Kind. Da war er nämlich ein erfolgreicher Ermittler im Teenageralter. Und war, ist das ein Spin-off von Detective Conan? Ja, nee, anders. Ich hatte, war so ein bisschen getriggert, weil ich dachte, Mensch, das könnte auch eine Interpretation sein, wie Justus Jonas später sein Geld verdienen wird. Und es gibt sicherlich ein paar Parallelen zu den drei Detektiven oder zu allgemeinen Jugenddetektiven. Und seitdem ist er eigentlich ein als Erwachsener erfolgloser Detektiv, steht so ein bisschen unter den Scheffeln seiner Eltern. Und dann bekommt er seinen ersten Mordfall als Fall präsentiert und ja, das ist so der Aufhänger der Geschichte. Und dann ist es so ein bisschen eine Reminiszenz an Jugenddetektivgeschichten, aber eben mit einem realen Mordfall, der eben ermittelt wird. Und ja, es ist keine Komödie, es ist tatsächlich ein ernster Film, aber natürlich hat er ein paar sehr lustige Elemente mit dabei und das hat mir sehr gut gefallen, kann ich euch sehr ans Herz legen. The Kid Detective mit Adam Brody als Hauptdarsteller, das macht er ziemlich gut. Ich find's lustig, dass du sagst so Direct to Stream, früher hieß das noch zu schlecht fürs Kino, aber das hat sich auch grundlegend gewandelt, ne? Also heutzutage. Ich wollte es gerade sagen. So mit Netflix-Produktionen, die dann bei den Oscars ausgeschlossen werden, weil sie ja Streaming sind und nicht Kino. Na, ich frage mich halt, ob der überhaupt auch im Kino erschienen wäre hier in Deutschland, weil ich glaube, das ist ein Thema, was nicht so viele Leute ins Kino führen wird, weil es halt einfach
recht normale Verfilmung ist. Kein Marvel-Superheldenfilm und auch nicht Arthouse, was denn eher so im Nischenkino denn oder im Programmkino laufen würde. Aber es war ein solider Krimi. Okay, Servo, was gibt's bei dir so Neues? Ja, ich bin ja in letzter Zeit sehr dem Fußball zugeneigt und das bleibt auch weiterhin so. Ich habe tatsächlich die Biografie von Mario Basler gehört. Gesprochen von Mario Basler himself, aber Gott sei Dank nur in Teilen. Der Typ kann besser kicken, als er vorlesen kann. Aber eine gute Stimme hat er. Aber eine geile Stimme hat er. Wer hat es denn geschrieben? Das ist ja viel interessanter, weil der kann wahrscheinlich auch besser Fußball spielen als schreiben. Ja, also es ist von Alexander Gamnitzer, Mario Basler und Alex Raag. Und erschienen ist es bei Edelbooks. Das gibt's auf Spotify. Es war auf jeden Fall sehr cool anzuhören, hat Spaß gemacht. Ich mag halt diese Biografien von so, gerade von so alten Fußballern. Also ich habe jetzt auch die von Miro Klose und Thomas Müller noch in der Playlist drin. Und Manuel Neuer hat, glaube ich, auch schon eine. Wer hat die geschrieben? Das Ding ist nur, das weiß ich nicht. Das Ding ist nur, dass die Jungs halt einfach noch so jung sind, dass das für mich nicht diesen Nostalgiefaktor hat, bis noch. Die sind so alt wie ich. Ja, deswegen, die sind mit den gleichen Zeichentrickserien im Samstagsvormittagsprogramm aufgewachsen. Das schon, aber es ist halt Mario Basler, der halt Sachen erzählt von früher haben sie in der Umkleide geraucht und so. Und das war halt noch ein anderer Fußball, als das heute ist. Und das war noch nicht so komplett professionell. Und man kann halt an den Karrieren dieser Jugendidole, Mario Basler war jetzt kein Idol, aber halt einfach ein sauguter Fußballer, kann man halt einfach diesen Wandel im Fußball sehen. Ja, Basler ist noch diese Ära Spieler, die ich auch noch kenne. Also ich verfolge ja nicht viel Fußball oder nicht sehr regelmäßig, aber so Mario Basler durch seine Zeit bei Werder Bremen hatte man natürlich als Kind Autogrammkarten. Das ist auch so ungefähr ganz die Zeit von Oliver Reck als Torhüter oder Wynton Rufer, der bei uns, glaube ich, in der Abwehr gespielt hat, wenn ich das gerade richtig zusammenkriege. Rufer war ein Stürmer. Stürmer. Ich weiß also nur, dass man ihn Kiwi genannt hat. Und er hat mit Basler, glaube ich, sogar zusammengespielt. Mhm. Ja, das musst du dir sagen. Und Marco Bode auch. Also. Das war halt einfach eine coole Fußballzeit und es sind halt so diese Stars der 90er, so Lothar Matthäus, der dann halt so Geschichten erzählt, dass er nicht zum Elfmeterschießen angetreten ist, weil er sich an seinem 4 Jahre alten Schlappen einen Stollen abgebrochen hat und deswegen einen neuen Schuh anziehen musste und damit wollte er nicht schießen. Solche Sachen, während heutzutage in der Halbzeit die komplette Garnitur gewechselt wird. Das sind halt einfach schöne Geschichten vom Platz und das war halt einfach noch ein anderer Fußball, nicht ganz so durchgetaktet, nicht ganz so durchkoordiniert und nicht ganz so plastikartig, wie er heute ist. Und das finde ich sehr, sehr schön und das versetzt mich halt immer wieder in meine Kindheit, weil den Basler habe ich halt noch flanken sehen. Und ist einfach schön. Ich werde nie vergessen, wie er direkt eine Ecke verwandelt hat. Ja, kann er immer noch. Kann er immer noch. Kann er immer noch, ja. Ich habe ihn im Legendenspiel gesehen. Da hat er jetzt ein Freistoßtor, glaube ich, war das, geschossen. Keine Ecke mehr reingedreht. Aber der hat mehrere von diesen Ecken direkt verwandelt. Spielt der Basler denn noch jetzt, wo man auf dem Feld nicht mehr rauchen darf? Ja, tatsächlich. Der ist jetzt unterwegs mit so einer Tour irgendwie, also jetzt gerade nicht, aber grundsätzlich Basler ballert oder so heißt das, da erzählt er halt so ein paar. Das könnte aber auch eine neue Krimiserie auf RTL sein. Das ist richtig, Basler ballert, da ist er halt, er ist halt er selbst und erzählt halt Geschichten. Ist er der Bruder von Toni Ballert in dem Moment, oder? Aber richtig, das mag nicht jedem gefallen, weil der Typ halt einfach ist halt ein Oldschool Macho, so, und das muss jetzt nicht jedem gefallen, ich höre ihn immer wieder mal ganz gerne und diese Dokumentation oder diese Biografie, die war sehr hörenswert für mich persönlich, ob ich das jetzt jedem empfehle, keine Ahnung, man sollte dem Fußball auf jeden Fall zugetan sein und dann kann man sich das gerne mal anhören und kann zumindest was draus ziehen, entweder so das nicht zu machen oder zu sagen, ja okay, es geht auch so. Seit der Aufnahme ist es natürlich ein sehr schwieriges Thema für uns Bremer, über Fußball gerade zu sprechen. Aber ja, mal gucken, wie sich das denn am Wochenende so befindet. Vor dem Wochenende des letzten Spieltages der Saison 2021. Und wenn Bremen am Wochenende nicht gewinnt,
Da muss Köln dann auch nicht gewinnen, um das noch irgendwie hinzubiegen. Ja, dann ist zumindest brennt der Baum. Liebe Zuhörer, es gab mal den Ansatz, dass wir versuchen, Tagesaktuelles aus dem Podcast rauszulassen, damit er einigermaßen zeitlos bleibt. Und jetzt reden wir über Fußballspiele. Ja, aber es ist halt ein bewegendes Thema. Damit man die Aufnahme richtig gut datieren kann. Wenn die Bremer absteigen, was ich jetzt ihnen nicht wünsche, was ich aber der zweiten Liga wünschen würde, weil es eine sehr, sehr starke, sehr, sehr coole zweite Liga wäre, ja, dann, wenn sie absteigen, dann wisst ihr es spätestens, wenn ihr die Folge hört, wisst ihr, ob sie abgestiegen sind oder nicht. Ich habe der Bundesliga auch die Superliga mit Beteiligung der Bayern gewünscht, aber hey. Ja, aber das ist ja nur wegen des Neides der Besitzlosen. Das ist halt, tut mir sehr leid. Naja, es ist schon langweilig, aber vielleicht hat Tom ja auch was anderes gehört, außer was mit Fußball. Ja, natürlich. Also soweit kommt es doch. War ja klar, weil Tom guckt Eishockey aus gutem Grund. Ja, ist spannend. Das ist ja eine der Notvokabeln für Eishockey, ist eine der Notvokabeln für Betrunkene, das wisst ihr ja, ne? Was? Ja, genauso wie Kanufahren und Wirsing. Hä? Worum geht's? Wenn du angehalten wirst bei der Polizei? Eishockey, Kanufahren, Wirsing. Ach so, okay. Nee, den kannte ich noch nicht. Ja, der war in den 90ern, war der ganz lustig. Ja, ne? Okay. Genau. Also als ich noch ein kleiner Junge war, hat mit Dieter Nur gemeinsam. Zum Tante-Emma-Laden gegangen, haben wir an die Tüte Stork-Schokolade geholt und dann habe ich immer Wirsing gesagt zum Abschied. Okay, so können wir weitermachen. Ja, mach mal mit. Ja, da gab's noch den Diss, du bist zu blöd zum Brot holen, du fällst hin und verbiegst die Mark. Hei. Okay, Tom, hau raus. Ja, ich habe einen Film gesehen vor kurzem. Witzigerweise passend zur heutigen Folge. Ein Film über die Eroberung der Nordamerikas durch den elektrischen Strom. Ich habe gerade kurz gezuckt, weil ich dachte, nach elektrischer Stück kommt was anderes, aber ist sehr gut. Das wird in dem Film auch erwähnt. Also der Film heißt im Englischen The Current Wars, also die Stromkriege. So bezeichnet man auch die Ära, in der sich George Westinghouse und Thomas Alva Edison quasi den Krieg geleistet haben, wer welche Stadt und an welches Stromnetz anschließt und mit welchem Glühbirnentyp, also diese Pionierzeit. Und der Film hat im Deutschen die sehr seltsame Titelwahl Edison, ein Leben voller Licht. Und das suggeriert, dass es in diesem Film um Thomas Edison geht. Und das ist halt einer der Darsteller. So, wie stelle ich mir das vor? Nikola Tesla sitzt da die ganze Zeit, oh Menno. Tesla, natürlich spielt Tesla auch eine Rolle, weil der ja sowohl für Westinghouse als auch für Edison gearbeitet hat und auch an seinen eigenen Patenten geforscht hat. Der spielt natürlich eine ganz wichtige Rolle in der Geschichte. Genauso auch Harold Pitney, der ist egal, das führt zu weit. Also die Geschichte des Stroms und auch dieser Kampf zwischen AC und DC, also Alternating Current und Direct Current, das ist ein sehr interessantes Thema und der Film erzählt die Geschichte auch nach. Aber, und das ist ein großes Aber, ohne jeglichen Spannungsbogen. Den Film zu gucken ist im Prinzip so, als würde man den Wikipedia-Artikel zu dem Thema lesen, weil man geht einfach, der arbeitet chronologisch alle wichtigen Positionen ab und trifft dann aber ein paar komische Entscheidungen, weil nämlich, obwohl der Film eigentlich nur versucht, diese Ära nachzuerzählen, die Chronologie der Ereignisse ändert. Und das habe ich halt überhaupt nicht verstanden. Also, da sterben dann Leute 10 Jahre, bevor sie wirklich gestorben sind. Vielleicht war das der Ansatz, doch sowas wie Dramaturgie in ein zugegeben nicht sehr actiongeladenes oder spannendes Thema zu bringen. Aber irgendwie weiß ich nicht. Jetzt kommt ein Physiker-Gag. Hätten sie Tesla in den Vordergrund gehoben, hätte es einen Spannungsbogen gegeben. Oh, das war ja, die statische Entladung unter den Wortwitzen. Der Film ist sehr hochkarätig besetzt, meiner Meinung nach. Also Barnacle Cumberslodge spielt Thomas Edison, Michael Shannon spielt George Westinghouse, Tom Holland spielt auch mit.
Spider-Man. Tom Holland spielt auch mit. Sehr schön. Tom Holland spielt Samuel Insull, den Assistenten von Thomas Edison und seinen Geschäftsführer. Samuel Insull? Ja. Den Typen, der alle beleidigt. Nein, Insull, ohne T. aber den kennt halt keiner. Deswegen, wenn ich jetzt gesagt hätte, so, das ist Samuel Insull, dann wer? So, wie gesagt, der Film ist. Ach, der ist schon in Ordnung. Den kann man sich mal angucken, wenn man sich grundlegend für die Thematik interessiert. Der ist nur halt auch überhaupt nicht groß beworben worden. Der ist gedreht worden, hatte seine Weltpremiere, also der ist 2017 gedreht worden und hatte seine Weltpremiere erst im Juli 2020. Da ist kein Mensch in die Kinos gegangen. Der ist halt einfach mal 3 Jahre quasi fertig auf dem Regal stehen geblieben. Und zwar, weil, wer hat ihn produziert? Harvey Weinstein. Und wessen Filme waren eine Zeit lang Gift in den Regalen? Genau, die von Harvey Weinstein, aus gutem Grund. Also, der Film ist komplett untergegangen. Im Deutschen hat er dann diesen seltsamen Titel, der suggeriert, dass es irgendwie nur um Edison geht und Edison ist irgendwie die Hälfte der Zeit gar nicht im Bild, weil, ne, es geht halt um diesen Konkurrenzkampf zwischen Westinghouse und Edison. Ach so, ich dachte, Edison ist gerade bei Tesla im Archiv und klaut die Erfindungen. Ja, ungefähr so. Das wird, also dieser Streit zwischen Edison und Tesla wird auch erklärt und beleuchtet. Aber wie gesagt, es ist so ein Film, der funktioniert besser, wenn man die Geschichte schon kennt. Was immer nicht so gut ist, wenn ein Historienfilm voraussetzt, dass man die Historie schon kennt. Und dann diese komische Entscheidung, teilweise die Chronologie durcheinander zu bringen. Ja, gut. Aber ganz netter Film und passte irgendwie auch ganz gut jetzt zu der Geschichte um den Erzschurken im 3 Fragezeichen und der Geisterzug. Übrigens, an der Stelle sei einmal gesagt, liebe Spezies, falls ihr denkt, warum hat der Tom so ein komisches Echo? Ich bin quasi umgezogen und wohne jetzt in einem großen Schloss und nehme in dem Hauptsalon auf. Nee, ich sitze in meinem leeren Büro. Stimmt gar nicht, es ist ein Müllcontainer und es ist sehr blechern. Ich sitze in meinem leeren Büro, weil ich im Begriff bin, umzuziehen. Also falls es halt, sorry. Mit so spannenden Geschichten kann ich nicht aufwarten. Ich bin im Begriff, nur mich umzuziehen. Aber damit warte ich bis nach dem Podcast. Stell dir so vor, wie du bei der Aufnahme schon sich so umziehst und schon so Zähne putzt. Man hört einfach so ein Zip. So. Oh, die Hose ist gefallen. Und dann nimmt er den Laptop und das Mikro mit und dann kann er direkt nach der Aufnahme einfach Augen zumachen und schlafen. Falls ihr euch wundert, warum es so halt, ich gehe kurz auf Toilette. Gut. Die Do's and Don'ts für Podcaster. Hörten Sie bitte angespannt zu. Mir ist das sehr, sehr wichtig, was wir gerade vermitteln. Ich muss gerade an diese Webseite aus den 90ern denken. Die 100 wichtigsten Regeln von HTML. Und sie waren alle so geschrieben, dass das Dinge sind, die du besser nicht machen solltest. So wichtige Informationen müssen blinken. Ich glaube, dafür muss man jetzt Informatiker sein. Ja, sorry. Tut mir leid, ich bin dafür zu erdverbunden. Ja, dann kannst du auch keinen Stromschlag geben. Reden wir dann doch lieber über eine 3-Fragezeichen-Folge. Wir wollen heute über die 3 Fragezeichen und der Geisterzug reden. Als Buch erschienen 2005, als Hörspiel erschienen 2008. Buch Nummer 121, Hörspiel Nummer 122. Und Olaf, liege ich richtig damit, dass wir quasi in der Zeit des Rechtsstreits sind? Ganz genau. Als die Folge rausgekommen ist, war der Rechtsstreit natürlich vorbei. So, ja gut, anders geht's ja nicht. Das Buch ist aber quasi zum Rechtsstreit erschienen und dann gab es ja auch irgendwie sogar eine Veröffentlichungssperre, das heißt eine einstweilige Verfügung, dass dieses Buch auch erst später, also während des Rechtsstreits rausgekommen ist. Das war ja so ein Hin und Her. Dürfen die Bücher jetzt rausgebracht werden, ist unklar. Dürfen die CDs rausgebracht werden oder die Hörspiele, auch unklar. Und da haben die sich da gegenseitig ja ein bisschen bekriegt. Aber es gibt ja eine Einigung. Von daher ist das jetzt etwas, was der Vergangenheit angehört und deswegen ist diese Folge da. Aber bevor wir weiter drüber quatschen, habt ihr alternative Titel dafür? Wie wär's mit Wachs in seinen Händen? Und wie wär's denn mit die 3 Fragezeichen und Mr. Alalalalong? Entschuldigung. Der Mann ist Doktor. Entschuldigung. Bisschen mehr Respekt. Dr. Alalalalong. Ich hätte sonst die 3 Fragezeichen und die Trans...
Kunden Eisenbahn. wie heißt die? Er hatte beim Bau der transkontinentalen Eisenbahn ein Vermögen verdient. Ah, ja. Also je öfter ich diesen Ausschnitt jetzt höre, desto weniger habe ich das Gefühl, dass da genuschelt wird. Aber gut. Wie wär's denn die drei Fragezeichen und das Abstellgleis? Sehr guter Titel. Sideways. Wie wär's mit die drei Fragezeichen und die Zuggabe? Die drei Fragezeichen. Ich hätte sonst noch die drei Fragezeichen und Tutuland. Auch nicht schlecht. Oder, nein, oder die drei Fragezeichen und die Zuggabe ist doch so super Meta, weil das ja in dem Zug ist. Und der, weißt du? Der Zug ist quasi ein Gerät, das gibt und gibt und gibt. Genau. Aber Hammer. Was haltet ihr denn von die drei Fragezeichen in Love Me Tender? Ich hatte erst gedacht, beim Geisterzug wäre das, dass dieser Windzug ist, der immer bei Filmen auftaucht, wenn ein Geist im Hause ist. So, dass du dann einmal siehst, wie so die Gardinen quasi über die unsichtbare Gestalt rübergehen und der kurz eine Form geben. Ja, genau. Ich habe gerade einen steifen Nacken. Warum? Ich habe Geisterzug bekommen. Ah ja, okay, gut. Und wie wär's mit die drei Fragen? Moment. Wie wär's mit den Fragezeichen und Golden 3? Also, weißt du, so ein bisschen so eine Räuberpistole? Was ich mich halt immer frage bei einem Geisterzug, kommen die dann im Frühjahr wieder, wenn es hier warm ist? Also Zuggeister. Ja, das ist eine gute Frage. Liebe Spezies, wie viele können wir aus diesem Titel rausquetschen an flachen, sehr, sehr flachen Gags? Das passiert halt, wenn du mir keine Vorbereitungszeit gibst. So entstehen auch immer die Intros. Das ist eigentlich nicht mehr gelogen, weil wir haben diese Aufnahme so oft verschieben müssen, dass es eigentlich voll gelogen ist mit keine Vorbereitungszeit. Aber ja, ein Verschiebebahnhof, so heißt das, glaube ich, auch. Ich wollte gerade sagen, diese Aufnahme kommt später als die Deutsche Bahn. Oh Mann, ey. Ich weiß nicht, irgendwie entgleist uns gerade. Tom, du schneidest. Ja, und mir entgleist gerade die Moderation. Die Moderation entgleist dir. Ja. Ich finde, wir sollten jetzt die Weichen stellen für einen reibungslosen Ablauf. Ja, der Cast. Ja, zugestiegen sind dieses Mal. Boah, ziehen wir das jetzt durch? Nein, bitte. Okay. Bitte nicht. Erstaunlich, der Zug ist längst abgefahren. Ne? Erstaunlich viele männliche Rollen in dieser Folge. Mir fällt jetzt in der ganzen Sprecherliste nur eine Frau auf. Und die hat zugegeben eine sehr kleine Rolle. Die hat irgendwie zwei Sätze, bis dann jemand sagt, Schatz, bitte benimm dich, du bist betrunken. So, ja. Und dann ist die auch wieder weg. Die fällt bei den Sprechern auch wirklich ein bisschen ab, finde ich so, was die Leistung angeht. Dazu muss man sagen, dass Mrs. Kingsley, gesprochen von Tina Rehfeld-Wildmann, auch ein sehr schöner Name, dass man erst Rehfeld und dann aber Wildmann heißt. Hirschjäger oder so, das ist ungefähr das Gleiche. Und die hat nur diese eine Sprechrolle bisher. Ich habe nichts anderes gefunden, als dass sie Mrs. Kingsley gesprochen hat. Ja, das muss dann irgendwie so, weiß ich nicht, eine Auslosung oder sowas gewesen sein auf der Record. Also da das möglich ist, wollte ich mich nur noch mal kurz anmelden. liebes Europa-Team, ich hätte Zeit. Ja, es ist Corona, Zeit. Servo hat nichts zu tun, Bundesliga ist auch wieder rum. Ja, Bayern ist ja schon Meister. Ja, also ihr habt die Wahl, entweder er spricht bei euch mit oder er geht zu Basler Ballard. Oh, das möchte ich mir wirklich mal anschauen. Dr. Long wird von Lu Wong gesprochen. Ich hatte erst gedacht so, oh nee, jetzt machen sie wieder so einen klischeebehafteten Chinesen, aber... Ja, dann haben sie es gemacht. Hammer. Haben sie gemacht, aber halt mit jemandem, der auch einen chinesisch klingenden Namen hat. Ja. Aber es ist schon, also ich weiß nicht, ich will ja jetzt nicht so früh damit anfangen, aber im Buch ist Mr. Long ein sehr eloquenter und sprachgewandter Charakter, der zufällig Chinese ist. Der halt, ja, der hat halt chinesische Vorfahren, aber der genau, ist halt... Aber hier im Hörspiel wird halt sein Chinesensein rausgekehrt. Ja. So, das wird halt überbetont in der Art, wie er im Hörspiel spricht, dass er eben Chinese ist. Der spricht ja in Anführungszeichen ein so schlechtes Englisch, also einen so harten
Akzent, dass du halt nicht denkst, ja, das ist ein Amerikaner mit asiatischen Vorfahren, sondern du denkst, ja, okay, das ist, der ist seit 2 Jahren in den USA. So, der lebt aber schon seit 10 Jahren allein da in Harrowville. Also offensichtlich hat da in der Produktion auch jetzt so ein bisschen Umdenken stattgefunden. Also wenn man jetzt im Band des Drachen zum Beispiel hört, was ja mit sehr vielen Chinesen besetzt ist, da ist es auch deutlich besser dargestellt, also aufgeklärter und realistischer, was die Sprecherleistung angeht. Also hier ist es halt noch so ein bisschen oldschool. So, ich muss an Wong von dem grünen Drachen, grünen Geist denken. Das ist ja sehr vergleichbar und das ist ja jetzt bei ganz modernen Aufnahmen, wo ein Chinese oder ein Asiate allgemein beteiligt ist, ja schon deutlich besser geworden. Aber ja, bevor ich das in der eigentlichen Folgenbesprechung vergesse, Peter sagt, hä, wir sind doch hier in den USA und nicht in Shanghai. Oh Mann, ich habe mir das extra aufgeschrieben. Und da habe ich gesagt, so, oh, das ist aber ein krasses Foreshadowing. Ja, das habe ich auch gemacht. Habe ich mir auch aufgeschrieben. So 11 Jahre wir haben vergessen, vorher. Wir haben vergessen, die harten Fakten zu nennen. Nee, da wären wir jetzt nach den Sprechern zugekommen. Okay, machen wir normalerweise doch immer als erstes, oder? Ja, komm, öfters mal was anderes. Fred Jenkins wird von Nick Seidensticker gesprochen. Die haben alle so interessante Namen. Weckler, Weber, Tennigkeit, Rehfeld-Wildmann, Seidensticker. Ja, ganz gut, ne? Ja. Wie fandet ihr denn, welchen Sprecher fandet ihr denn am besten? Ich fand Mr. Kingsley am besten, muss ja, ich sagen. Ich auch. Also er hat mich in den ersten Sätzen, die er so spricht, ziemlich an Morton erinnert. Also wäre auch schön gewesen als Morton. Ja, aber hat mir gut gefallen, bis auf den Versprecher. Er hatte beim Bau der transkontinentalen Eisenbahn ein Vermögen verdient. Die schlachtest du jetzt noch aus, ne? Nee, das war eigentlich der letzte Auftritt jetzt von der Transkontinent auf Eisenbahn. Also so, ich möchte jetzt auch mal eins zu diesem Sprecher sagen. Mhm. Der ist ja leider auch schon relativ alt. Und hatte seinen letzten Auftritt 2008 irgendwann im Fernsehen. Aber, das will ich gar nicht erzählen, sondern der hat ganz, ganz viele Rollen bei She-Ra und He-Man gesprochen. Ja, das stimmt. Da war er zum Beispiel Skeletor mal von 83 bis 85 in der zweiten Synchronfassung. Er war aber auch Man-at-Arms und Buzz-Off und Fisto und Trapjaw und diese ganzen Bösewichter eben. Er hat dann auch bei She-Ra, wie gesagt, Bösewichter gespielt und ja, daher kenne ich den halt. Und der war auch bei Bravestar dabei. Also dieses ganze... Reden wir jetzt von den Fernsehsynchronisationen von den Hörspielserien? Nee, das sind die Fernsehgeschichten. Ja, die Stimme ist mir auch sehr geläufig gewesen, aber auch so, ja, ja. Fand ich halt sehr, 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 sehr cool. In Rockos modernes Leben hat er mitgesprochen zum Beispiel, als Biber-Polizist. Ja, also zum bevor wir uns hier auch falsch verstehen, dass ich jetzt hier diesen Fehler zweimal eingeblendet habe, heißt jetzt nicht, dass ich mich über den Sprecher lustig mache, sondern eher, dass das produktionstechnisch hätte auch sicherlich rausgenommen werden können. So. Also bei der Qualitätssicherung ist da was durchgesickert, sag ich mal vorsichtig. Und bei Thundercats war er dabei. Okay, jetzt höre ich auf. Er hat auch im Bremer Kriminalhörspiel mitgemacht. Beim Radiotatort? Nee, weiß ich nicht, ob es Radiotatort ist. Es ist Kriminalhörspiel Ortsbestimmung von Nikolai von Michalewski. Tatort Weserstadion. Also, aber keine Ahnung, ich glaube nicht, dass es ein Radiotatort ist. Aber ich weiß jetzt nicht, ob Wikipedia da jetzt so eine gute Quelle ist, aber 1971 bis 2002, er hat 31 Jahre im Tatort mitgespielt. Das habe ich auch gelesen und wusste aber nicht, also die Tatorte, die waren jetzt nicht 31 Jahre lang, sondern der hat in 5 oder 6 Tatorten mitgespielt. Aber in dem Zeitraum, ja, okay. Genau. Der hat nicht 31 Jahre lang regelmäßig im Tatort mitgespielt. Nee, dann würde ich den tatsächlich auch kennen. Das ist also nur der Jan-Josef Liefers, der das macht. Ja. Gleich mal wieder so, bam, nicht allerdings, wissen. Allerdings kommt mir sein Gesicht auch sehr, sehr bekannt vor, einfach. Der bei der Schwarzwaldklinik auch mitgespielt hat. Da wird es sein, ja. Das. Wahrscheinlich ist es tatsächlich das, auch so doof es klingt. Garantiert, Schwarzwaldklinik habe ich rauf und runter gesehen. Wir sind uns eigentlich, dass Herbert Tennigkeit einfach die beste Sprechrolle hier abliefert, meiner Meinung nach. Ja. Wir sind meiner Meinung, das ist sehr gut. Also, Buchnummer war 121, 2005 erschienen, Hörspiel 122 und 2008 erschienen.
Es dauert ungefähr 58 Minuten. Die üblichen Verdächtigen waren auch hier an den Schaltzentralen zu finden. Geschrieben, wie gesagt, von Astrid Vollenbruch und das Cover von Silvia Christoph. Kommen wir auch einfach mal zum Cover. Ja, man sieht einen Zug, der bei Nacht über Schienen an einer Küste fährt und eine Geisterhand, die unter dem Zug hervorkommt und den Zug greift. Ja, ja, hätte ich auch gesagt. Wo kommt diese Hand her? Von den Schienen. Ja, aus dem da hinter diesem Kuhfänger raus. Ja, aber was ist denn da? Ist da quasi eine Geisterfalle, die geöffnet worden ist? Ich vermute, dass Geister einfach machen können, was sie wollen. Ich finde tatsächlich die Farben sehr, sehr spannend. Also dass im Prinzip hinten so die roten Dampfwolken quasi durchbrochen werden durch diese Geisterhand. Das macht das Ganze schon recht schaurig. Also ein sehr gelungenes Bild, finde ich. Also abgesehen davon, dass die Hand so ein bisschen komisch aus dem Zug herauskommt. Und auch ein bisschen komisch aussieht, finde ich. Aber ich verstehe, also warum der Dampf jetzt rot ist, weiß ich halt nicht. Das ist eigentlich so abendrot, würde ich jetzt vermuten, oder? Ja, keine Ahnung. Also die Farbgebung von dem Cover finde ich ein bisschen komisch, muss ich sagen. Ich vermute, dass es einfach als Kontrast da reingekommen ist, sonst hätte es halt nur blau, grün und weiß und schwarz gehabt. Nichtsdestotrotz finde ich das Rot ein bisschen deplatziert, muss ich sagen. Finde es ein bisschen komisch. Ja, aber Kontrast ist, glaube ich, eine ziemlich gute Antwort dafür. Ich bin kein so großer Fan von diesem Cover, einfach weil ist halt das drauf, was der Titel ist. Geisterzug, ja, dann male ich einen Zug und eine Geisterhand. Das, weißt du, so würde ich das bei Montagsmaler erklären. Ja, ja, so. Das ist ein guter Punkt. Ich finde es auch weniger detailliert als andere Cover. Was vielleicht daran liegt, dass es halt Nacht sein soll, wegen des Mondes da hinten, was dann aber wieder nicht zu der Abendrot-Theorie passt, Olaf. Auf sieben Tage, da sieht man den Mond den ganzen Tag. Also. Das, ja, schon. Aber ich finde, sagen wir es so, es gibt schönere Cover. Da gehe ich voll mit, ja. Ist jetzt keins, das ich super ansprechend finde. Aber ist das nicht sehr detailreich? Ist das nicht wieder eine Tugend von Al-Gharash zum Beispiel, dass es Keep it simple irgendwie die oberste Devise ist? Das, ja. Das mag ja sein, aber ich vergleiche das im Kopf tatsächlich immer mit Labyrinth der Götter. Und dann, ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum das immer so mein Referenzwerk ist. Einfach, weil ich es schön finde, das Cover vielleicht. Also das war einer der ersten Cover von Silvia Christoph. Ja, eben. Und dann denke ich mir, okay, das ist das, was du kannst und machst. Und jetzt weiß ich nicht, warum man einen ähnlichen Detailgrad nicht auch hier anbringen kann, ohne dass es gleich komisch aussieht. Weißt du, was ich meine? Mhm. Weil man braucht ja nicht, man muss ja nicht Al-Gharash kopieren. Das ist ja eh, das bringt ja eh nichts. Man kann es ja selber neu interpretieren. Ich möchte da eine Sache zu anmerken. Also das ist jetzt, ne, ohne irgendwie, dass ich jetzt alle Cover miteinander verglichen habe oder irgendwie einen wissenschaftlichen Aufsatz über das Thema verfasst habe und ich habe auch keine Ahnung von Gestaltung, aber so, ich habe bei den Al-Gharash-Covern, gerade bei den frühen, immer so das Gefühl, dass da etwas rausgegriffen wurde, das teilweise ja auch gar nicht im Hörspiel, sondern nur im Buch vorkam. Und das wurde dann, das war dann so ikonisch für die Folge. Ja, du hast beim Ameisenmenschen hast du diese riesige Ameise und beim lachenden Schatten hast du eben diesen komisch geformten Schatten und die schwarze Katze und der seltsame Wecker, ne, der Zauberspiegel, der Karpatenhund, du hast halt, das war alles immer so auf den Punkt. Eine Sache. Da hast du ein paar Cover, die fallen da so ein bisschen raus, hier Gold der Wikinger oder der weinende Sarg, aber der weinende Sarg ist dann wieder so ein großer Gegenstand, der ist dann so detailliert, wie er in der Geschichte beschrieben ist, dann auch einfach drauf, also ist auch sehr detailreich, aber dieses, dass man eine ganze Landschaft malt und eine Eisenbahn, die über einen Hügel fährt und eine Geisterhand und dahinter geht noch der Mond auf und das ist irgendwie eher so ein neuerer Trend. So. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Beim gefährlichen Der Fokus ist einfach so rausgezoomt. Ja, aber ich meine, nicht mehr so aufs Detail. Letztendlich ist es aber, glaube ich, auch nicht jetzt nur so der Unterschied zwischen Al-Gharash und Silvia Christoph, sondern es ist so ein bisschen auch einfach so ein zeitliches Ding. Weil wenn du jetzt zum Beispiel von Al-Gharash ist ja, glaube ich, noch die, nee, gar nicht wahr, die Illustration ist ja auch von Silvia Christoph. Ich dachte nämlich jetzt gerade ans gefährliche Quiz und da ist ja ein ganzes Fernsehstudio drauf und TV-Kameras und sehr detailliert und, ne? Mhm.
So, und tödliche Spur ist halt so nah rangezoomt, dass du eigentlich nur den Fahrer im Auto siehst. Es ist halt immer so ein Ausschnitt. Und wobei es ja immer wieder so Cover gibt, wo es noch so ist. Also bei Fußballfieber siehst du ja auch nur den Ball und die Käfer. Ja, also das ist auch wieder sehr nah dran. Und es gibt halt einfach auch Cover so, ne, von zum Beispiel Feuerteufel ist ja auch von Silvia Christoph. Da ist dann wieder sehr prägnant diese Flammenmaske drauf. Ja, stimmt. Na, aber irgendwie ist so, weiß ich nicht, ich habe immer das Gefühl, bei den neueren Folgen muss immer möglichst viel auf dem Cover zu sehen sein. Ne? So beim Geist des Goldgräbers, der knorrige Baum, dann John Dewey, wie er auf der Straße steht. Du siehst sogar noch das Lenkrad und den Gebirgsfahrt und hier halt auch so alles drumrum, so ganz, ganz viel Krams. Ja, ich bin gespannt, was jetzt Andreas Ruch zum Beispiel damit reinbringen wird. Also der ist ja sehr eigerasch zugetan. Also er kopiert sie ja nicht, sondern setzt das im Prinzip fort oder macht eigene Interpretationen draus und ich sag mal, die scheißteure Geige zum Beispiel, das ist ja auch, wenn man das so als Cover, das jetzt bei uns zufällig auch das Cover für unsere Folgenbesprechung geworden ist, aber wenn man sich das dann anguckt, so, das ist auch im Prinzip die Vereinfachung und das Ikonische der Folge eben hervorgehoben und mehr bedarf es da auch gar nicht. Dann kann es auch einfach ein kahler Hintergrund sein, der ist da ein bisschen mit Struktur versehen, aber ja. Ja, ich bin gespannt, wie das sich denn entwickelt wird. Also es wurde ja so ein bisschen an der CI rumgeschraubt und ich bin gespannt, was da jetzt so für Cover denn auf uns zukommen. Ja, ich gucke dem Ganzen auch mit Spannung entgegen. Gut oder schlecht werden wir dann sehen, aber zumindest gespannt bin ich. Naja, man kann ja die ersten, oder das, ich weiß gar nicht, ob es das erste Cover ist, aber so vom regulären Buch, Buch 217, Im Netz der Lügen, das Cover ist ja von Andreas Bruch. Das habe ich gesehen, ja. Das ist auch schon da, das ist auch sehr detailreich, so mit einer Sonne, die untergeht und einem Mann, der ein, ist das ein Rohr oder ein Schraubenschlüssel oder sowas in der Hand hält? Naja. Ja, ein Kuhfuß ist das. Kuhfuß, ah. Gordon Freeman! Von links aber springt ist es detailreich? Ja. Schon, also bei einer Algarasch-Folge, eine frühen wäre da halt nur das Brecheisen. Die drei Fragezeichen und das halbe Leben. Ja. Aber, also ich möchte ja jetzt wirklich nicht haarspalterisch sein, aber ich finde auch, dass Geisterzug jetzt irgendwie ein komischer Titel ist, weil ein Geisterzug kommt ja in dem Sinne nicht vor. Es geht ja mehr um den Tunnel, in dem der Zug verschollen ist und wo es spuken soll. Dann hätte man es ja eigentlich eher Geistertunnel nennen müssen. Ja, oder Spuk im Black Mountain oder so. Ja, oder die Schreckensgespenster von dem Schwarzen Berg. Ach, das wäre wieder TKKG. Aber es ist ja eher ein heikler Titel, der Geisterzug, weil das ist ja einer der letzten Hörspiele oder beziehungsweise der letzten Bücher, die niemals veröffentlicht worden sind von der original amerikanischen Serie, die drei Fragezeichen oder Crimebuster vielmehr. Ja, du hast vollkommen recht. Es gab eine Geschichte, ein unvollendetes oder ein unveröffentlichtes Werk von M.V. Carey mit dem Titel The Ghost Train. Und wie es zu der Idee mit dem Zug kam und wie das jetzt mit der Geschichte von M.V. Carey zusammenhängt, das lassen wir doch einfach mal Astrid Vollenbruch selbst erzählen. Also die Idee zum Geisterzug, die hatte ich schon eine ganze Weile. Ich fand die Geschichte der transkontinentalen Eisenbahn einfach unfassbar spannend. Die wurde ja von zwei Seiten gestartet und die haben sich dann so in der Mitte, naja, nicht wirklich in der Mitte, aber sie haben sich nach einer bestimmten Strecke getroffen. Und auf der pazifischen Seite wurde das halt fast ausschließlich von chinesischen Arbeitern gebaut, während es auf der anderen Seite von irischen Arbeitern gebaut wurde. Und ich fand es einfach spannend zu sehen, wie die Geschichte damit umgegangen ist, wie die Leute behandelt wurden, wie nachher dann die Weißen sich hingestellt haben und irgendwelche triumphierenden Fotos gemacht haben, während das gesamte chinesische Arbeitervolk, das sich da über die Rocky Mountains gekämpft hatte und bei Wind und Wetter und Eisstürmen und so weiter diese Bahn gebaut hat, komplett ignoriert wurde, dann wollte ich da eine Geschichte zu schreiben. Und in die Zeit, wo ich darüber nachgedacht habe und dazu recherchiert habe und auch anfing, mich für diese ganzen Loks zu interessieren, kam halt Andres Anfrage, ob ich nicht Lust hätte, ein Buch für die drei Fragezeichen zu schreiben. Und dann habe ich gedacht, das kann ich doch eigentlich verbinden.
Und daraus ist dann halt dieses Museum entstanden. Weil natürlich musste dann irgendwas Gruseliges und Unheimliches passieren. Und dann hatte ich halt den Tunnel und dann hatte ich den Titel Der Geisterzug. Und ich wusste zu der Zeit nicht, dass es so ein Manuskript von Mrs. Carey schon mal gegeben hatte. Und das ist wohl auch damals vom Verlag nicht angenommen worden, von Random House, weil irgendwelche Qualitätsmängel drin waren oder weil sie das Thema nicht mochten oder aus welchem Grund auch immer, das weiß ich nicht. Es wurde halt irgendwie nie veröffentlicht. Und mein Geisterzug war halt was ganz anderes. Und ich glaube auch nicht, dass es vom Thema irgendwie ähnlich gewesen wäre. Ja, dann habe ich einfach mal drauf losgeschrieben und das ausprobiert. So, also die transkontinentale Eisenbahn war die Inspiration und nicht das Buch von M.V. Carey. Und letztendlich verdanken wir es André Marx, dass es diese Geschichte gibt. Ich bin ganz begeistert von dieser neuen Art von Einspieler in diesem Podcast. Ja, das. Am besten, wir gewöhnen uns jetzt voll dran bis zur nächsten Folge. Da gibt es nämlich wieder keine. Das wird super. Das geht immer genau dann, wenn wir Kontakt zu den Autoren haben und sie so nett sind, uns auf unsere Fragen zu antworten. Dann rufen wir hiermit auf, alle Autoren der Welt, vereinigt euch und gebt uns Tipps. Stephen King. Besprechung. Wir würden gerne. Okay, stellt euch mal eine 3-Fragezeichen-Folge geschrieben von Stephen King vor. Nee, es würde schon reichen, wenn Stephen King hinten so eine Art hier, wie heißt es? Testimonial schreibt. Wie man das immer hinten so auf Büchern drauf macht. Spannender genau. Thriller, der mich von Anfang an gefesselt hat oder sowas. Haven't read the original, but my agent told me to write this. Best regards. Genau. Der Klammtext wird ihm präsentiert von Sebastian. Die Fahrt mit dem Museumszug hatten sich die 3 Detektive aus Rocky Beach eigentlich gemütlicher vorgestellt. Doch spätestens im Eisenbahntunnel durch den Black Mountain vergeht den Freunden die Ausflugslaune. Die Durchfahrt wird aufs Gruseligste boykottiert. Natürlich glauben die 3 Fragezeichen kein Wort von der Spukgeschichte, nach der beim Tunnelbau verunglückte Arbeiter ihr geisterhaftes Unwesen treiben sollen. Doch um herauszufinden, wer tatsächlich hinter den üblen Machenschaften steckt, bleiben Justus, Peter und Bob nur 24 Stunden. Im Hörspiel ist es wurscht. Übrigens, ob Black Mountain, heißt das nicht Black Mesa? Ja. Tom, wir haben das Kapitel gewechselt. Also. Achso, Entschuldigung. Ich dachte gerade. Also, das mit den Stunden hat mich halt voll verwirrt, als ich das Hörspiel gehört habe und dann den Klappentext gelesen habe, dachte ich mir, habe ich was nicht mitbekommen? Naja, so lange haben sie halt Zeit, bis dann das Museum den Besitzer wechseln soll, ne? Den Eigentümer, nicht Besitzer. Ja, aber das kommt ja im Hörspiel wirklich nur ganz, ganz am Rande vor und es kommt zu keiner Zeit, zu irgendwelchem Zeitdruck. Ja. Ach, das sind so ein paar Dinge, wo man sagen muss, ach, das kommt im Hörspiel leider nur am Rande vor. Aber da kommen wir dann im Einzelnen zu. Genau, dann gehen wir doch einfach mal direkt in die Exposition. An den Bahnsteig, beziehungsweise in den Zug. Das ist nämlich die erste Szene. Ein Zug fährt ein, wird beschrieben. Peter freut sich. Im Zug sitzt fast niemand. Die 3 wollen einsteigen und werden direkt mal davon abgehalten. Von einem... Ich bin gleich von den ersten 2 Sätzen so irritiert. Hast du den Heizer gesehen, der uns zugewinkt hat und Bob sagt, der sah super aus? Ja, das ist halt, du musst es halt so der sehen, Zug dass das ein Museumszug ist. Nein, aber das ist ja ein Museumszug und die Leute haben natürlich die alten Uniformen und Arbeitsklamotten aus 1902 an. Das heißt, der Heizer hat ein Leinenhemd an, hat eine Latzhose an und einen Schlapphut. Oder? Also so eine Mütze halt. Ja, du meinst, genau. Onkel Titus fährt den Zug. Ich hoffe auch, dass er Schuhe anhat. Ja, das kann man ja schlecht aus dem Fenster so sehen, aber Richtig. Irgendwie so, das ist so die Klischee-Darstellung. Naja, wie halt ein Heizer im Jahr 1900 ausgesehen hat. Ja, aber so der erste Teil, der jetzt hier so aufgebaut wird, es ist für mich so eine typische, also ich fühlte mich sofort erinnert an den Mord im Orient Express. Es gibt halt den Fred, den Schaffner sozusagen, der ein bisschen merkwürdig die 3 Fragezeichen begrüßt. Dann gibt es eine mysteriöse Person, die auch irgendwie in den Zug einsteigt und dann nicht weiter irgendwie gesehen wird. Und aber auch das romantische Gefühl des Orient-Express, in dem Fall ist es jetzt hier eine transkontinentale Eisenbahn, eine historische, die dort verwendet wird, erzeugt für mich eine ganz, ganz coole Stimmung für einen so Whodunit-Fall. Ist das noch eine transkontinentale Eisenbahn, wenn sie zwischen Rocky Beach und dem Museumsort pendelt? Oder ist es ein transkontinentaler Regionalexpress?
Ja, vermutlich ist es ja, es ist ja nur noch ein kleiner Abschnitt der Strecke, aber das war es ja mal. Ja, okay, das ist natürlich, habe ich jetzt mal eben so vorausgesetzt in meinen Gedanken, dass das quasi so eine Eisenbahn ist, die dafür eingesetzt worden ist, eben von New York bis nach Los Angeles irgendwann zu fahren. Wisst ihr, was mir am besten an dem ganzen Teil in diesem alten, sehr hübschen Zug gefallen hat? Es gab keinen Waggon mit Schwimmbad. Ja. Das ist ja auch, das wäre bei der Neuauflage dieses Zugs irgendwie mit drin gewesen. Und nee, Kino. Aber eigentlich wird das Gefühl auch irgendwie von der Soundkulisse ja zu Anfang ziemlich gut rübergebracht. Wenn wir im Tunnel sind, dann ist das ein bisschen anders, da können wir uns nachher also mal darüber unterhalten. Mir fehlt ein bisschen so das Geratter, aber das ist halt auch schwierig, wenn du das immer fortwährend im Hintergrund hast. So wie bei der Höhle des Grauens, bei dem ganzen Gespräch mit Kalidee. Ja, deswegen ist es schwierig, aber ja, dieses Eisenbahngefühl kam so mittelgut auf, muss ich sagen, im Hörspiel. Ich hasse ja die Deutsche Bahn, aber ich liebe ja Eisenbahnen. Das ist eine Krux. Du magst, aber auch nur, weil du Modellzüge magst. Nee, aber ich finde halt alte Züge schön und ich finde es sehr romantisch und ich finde eine Fahrt mit dem Zug ganz toll, wenn es nicht die Deutsche Bahn ist. Weil die finde ich richtig kacke. Weil die nie pünktlich ist. Und das sind eigene Narben, die hier aufgerissen werden. Also, egal. Aber dieses romantische Zugfeeling kommt auch deswegen nicht so gut auf, weil natürlich Fred, so heißt der Junge, der sie gleich abweist, halt unfassbar unfreundlich ist. Seine Beweggründe sind aber klar. Mega geiler Einstieg, ne? Ja, genau. Seine Beweggründe sind aber ja klar. Für ihn sind die drei Fragezeichen, die im Auftrag von Titus eben eher Schrott ankaufen sollen, beziehungsweise halt Antiquitäten aus dem Museum, das geschlossen werden soll, für den sind es halt Plünderer und Leichenflatterer. Und dann ist es schon klar, dass der die nicht mit offenen Armen willkommen heißt. Das legt sich ja dann gleich, nachdem sie sich vorstellen und Justus da auch Verständnis dafür hat. Während Bob ihn einfach nur als Rotzgöre tituliert. Aber naja. Rotzgöre, ne? Göre ist doch eigentlich eine weibliche Bezeichnung, oder? Eigentlich schon, aber ich weiß nicht, vielleicht Rotzbalg wäre vielleicht auch okay gewesen. Ja, er beleidigt halt jemanden. Das muss nicht unbedingt hundertprozentig passen. Ja, aber ich stelle mir das gerade so vor, dass das wäre auch mal für eine Fernsehsendung ganz interessant, wenn der Trödeltrupp vorbeikommen würde und diejenigen, die in Empfang nehmen, sagen, oh, wir müssen unsere Sachen verkaufen und ihr nehmt uns jetzt hier aus wie die Schweine irgendwie. So. Das ist halt also, um ehrlich zu sein, der Typ, der beim Trödeltrupp sein Zeug loswerden soll, der ist ja auch immer so. Der aber dann von seiner Familie überstimmt wird. Genau, das ist ja genau. Die Rezeptur dieser Sendung. Ne? Also. Ganz genau. Also ich finde die Darstellung der Zugfahrt sehr gut, sowohl im Buch als auch im Hörspiel, weil da mit so einer Detailverliebtheit gearbeitet wird. Zum Beispiel, dass man eben Laternen aufhängen muss, bevor man in den Tunnel fährt. Ja, das stimmt. Und dass es auch keinen Kühlschrank gibt, sondern dass das einfach nur ein großer Block Eis ist, wo man eine Truhe draufstellt, die dann quasi gekühlt wird. Und solche Sachen. Das ist auch sehr detailverliebt, dann mit einem historischen Zug so zu fahren, also den wirklich so im Original zu belassen, aber trotzdem zu betreiben. Mhm. So. Ja, das finde ich ja schön. Ich hätte mir nur ein bisschen mehr Zugatmosphäre gewünscht, so. Ja, aber das ist wahrscheinlich von der Dynamik des Hörspiels her nicht möglich. Das ist dann nicht mehr so kindgerecht, auf irgendeinem Kassettenrekorder das zu hören, irgendwie dann gehen die Hintergrundgeräusche halt irgendwie, glaube ich, zu sehr ab dann auf so ein Abspielgerät. Hm. Ja gut, wir haben jetzt, nachdem sie sich vorgestellt haben, diesem Fred mal wieder, ist jetzt schon lange nicht mehr gewesen, eine Frage nach den Symbolen, nach den drei Fragezeichen auf der Visitenkarte. Und dann sagen sie es natürlich und dann kommt Fred natürlich sofort heraus, ob sie auch Spukgeschichten untersuchen und das nehmen sich natürlich die drei Fragezeichen sofort als Fall vor. Ich habe noch nicht verstanden, warum Peter nach all den Jahren immer noch nicht darauf bestanden hat, dass auf der Visitenkarte wir übernehmen jeden Fall, Klammer auf, wir sind keine Geisterjäger, draufsteht. Ja, keine Ahnung, er würde von Justus ja eh überstimmt werden. Der hat da ja Bock drauf. Keine Geister. Wir erfahren nämlich jetzt schon in der ersten Szene, dass der Black Mountain, durch den sie jetzt dann gleich fahren, dass es da spuken soll. Das ist einfach so super unangenehm für Peter, der auch wieder direkt sich wieder direkt unwohl fühlt.
Ja. Ja, er glaubt immer noch an Gespenster eigentlich, ne? Das ist ja das Faszinierende, dass er auch nach 122 Folgen immer noch an Geister, Gespenster und ähnliches glaubt. Und eigentlich sagt Justus ja immer rational, dass es sowas nicht gibt. Und aber seit dem Bergmonster, also Folge 14, müsste Justus doch innerlich eigentlich zerbrochen sein, irgendwie, dass es dort eine ja, mythologische Figur gibt, die dort auftritt. Also wir sind bei Folge 122 und das ist schon noch eine Ära, in der Peter öfters mal seine Angst vor Gespenstern und Geistern zum Ausdruck bringt. Es ist heute in den neuesten Folgen fände ich das auch. Also finde ich das auch mittlerweile ein bisschen komisch, wenn das immer noch auftaucht. Und beim Bergmonster bin ich dann sehr gespannt, wenn wir die Folge irgendwann mal besprechen und ich das Buch lesen kann, weil dass da so angedeutet wird, dass es wirklich sowas wie einen Yeti gibt, finde ich spannend. Ja, das stimmt. Wobei, nee, warte, wenn die nicht im Schnee leben, sagt Bigfoot. Man Bigfoot oder Sasquatch. Sasquatch, ja. Nicht zu verwechseln mit dem Sasquatch, der kann so eine Art Tennis. Oder Secht Quatsch, das ist eher das Plattdeutsch. Das Quatsch. Das ist ja auch platt. Sehr, sehr schön. So, jetzt kommen wir noch, also ein Hinweis, der jetzt noch keine Bedeutung hat, später aber noch interessant wird, dass dieser Fred ein Verbot hat, an den Kühlschrank zu gehen. So, das ist eigentlich so eine totale Random-Info an der Stelle. Und später macht es dann Sinn. Ja, es ist doch immer so. Ja, naja, gut, aber das ist jetzt wirklich so eine Information, wo du denkst, so, hä, ja, okay, er darf nicht an den Kühlschrank, ja, toll. Was der alles noch nicht darf, dafür brauche ich jetzt keine Liste. Hat aber hier keine wird Kühlschrank-Privilegien mehr. Dieser Hinweis schon mal hinterlegt. So, dann stromern die drei Fragezeichen alleine durch den Zug so eine halbe Stunde, gucken sich die Wägen an, schauen halt, da gibt es ein Restaurant und so, eine Bar, das ist aber alles geschlossen. Und nur ganz vorne sind Leute, 4 Stück. Und die sind in irgendeiner Besprechung. Und bevor die drei Fragezeichen auch nur irgendwas machen können, wird die Tür aufgerissen, ein Mann schnauzt sie an und schickt sie sofort weg. Und sie suchen dann einfach noch nach Fred. So. Der mittlerweile irgendwie niedergeschlagen worden ist und eingesperrt worden ist. Genau, der ist nämlich im Speisewagen im Klo eingesperrt worden. Ziemlich wütend darüber. Und die drei Fragezeichen befreien ihn dann. Er wirft ihnen vor, dass sie das waren. Aber Justus ist aufgefallen, dass noch jemand in den Zug gestiegen ist. Neben diesen 4 Personen ganz vorne. Und der ist aber nirgendwo zu finden. Und ich habe da mal eine Frage zu dem Eingesperrtsein in der Toilette. Mhm. Wie geht das? Also, ja, rational von gesehen, außen abgeschlossen, damit sie nicht benutzt werden kann. Das, was jede andere Tür auch tut, Zugang verweigern. Genau. Ah, okay, ja, okay, falls es außer Betrieb ist, Wasserschaden. Ja, ja, schon gut. Und es gibt noch so viele Möglichkeiten, warum ein Klo zu sein könnte. Gibt es sowas Ähnliches wie den Mile High Club auch für Züge? Was soll das sein? Okay, vergiss es. Reden der Mile Long drüber. Club? So. Oder der Ratatatatat-Club. Das finde ich gut. Das musst du dich nur hinstellen und warten, bis du über die Schwelle. Egal. Liebe Spezies. Es gibt den Club der Leute, die Sex an ekelhaften Orten haben. Zum Beispiel auf der Toilette in einem Zug. Ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber irgendwie. Liebe Spezies. Wäre jetzt nicht der romantischste Ort, den ich mir vorstellen könnte. Liebe Spezies, frag das doch mal ganz beiläufig auf einer Cocktailparty, auf der ihr seid, ob der andere Mitglied im Ratatatatat-Club ist. Und lasst uns auch mal mit was anderem weitermachen. Ja, bitte. So, ich gehe schnell durch meine Aufzeichnungen. Ich werde ja ganz wirre hier. War das nicht auch ein Lied? Rata, 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 da, da, da. Und jetzt wissen wir auch, was der im Refrain gemacht hat, nachdem er dem Mädel hinterhergefahren ist. So, also, das Vanilleeis ist auf dem Boden geschmolzen. Ja. Und das Letzte, was Fred gesehen hat, war irgendwas Graues und dann wurde er niedergeschlagen. Auch hier wird wieder ein Hinweis gedroppt, der erst ganz zum Schluss aufgeklärt wird. Was war das Erste, an das ihr gedacht habt, als ihr das gehört habt? Was Graues. Habt ihr da überhaupt über irgendwas nachgedacht oder habt ihr gesagt, naja, das werde ich später schon erfahren? Eine Katze. Weil die sind nachts alle grau. Oder Freds Schaffner mit. Nee, ich habe überhaupt nicht drauf geachtet, dass da was Graues war. Und ich hätte jetzt auch bei Grau nicht sofort an Plastiksprengstoff gedacht. Nee, ich nämlich auch nicht. Ich dachte, naja, vielleicht
hatte der ja einen grauen Schal und hat den dann, weißt du, sowas. Mhm. Oder es war ein Millionär, Punkt, ja. Nee, der... habe ich auch überhaupt nicht nachgedacht am Ende, dann so, oh, ach so, ja, okay. Oder es war ein Millionär oder Milliardär mit einem komischen Zimmer und der auch im Ratatatat-Club ist. So ja, vielleicht halt. Ist da einfach grauer Sprengstoff nicht ikonisch genug, als so, klar, als typisch graues, als typischer grauer Gegenstand zu identifizieren. Ich finde es aber ganz gut, weil es ist immer blöd, wenn du einen Hinweis kriegst und dir schon sofort klar ist, was es ist. Deswegen finde ich das cool, weil damit habe ich jetzt beim ersten Hören damals nicht gerechnet. Stimmt, hast du recht, ja. So, ein Dingy sozusagen. Genau. Ja. Mhm. Dann erfahren wir noch, dass dieser Mann, der da vorne so rumschreit, der Mr. Campbell ist, ein Kupferbaron oder der Kupferbaron, der alles Mögliche aufkauft in Harrowville. Ja. Und auch das Museum von Mr. Kingsley. Und das ist halt alles so ein bisschen so feindliche Übernahme, auch mit schmutzigen Tricks. Deswegen ist der nicht sehr beliebt. Aber so das ist so ein Punkt, wo wir da eh gerade sind. Ne? Mhm. Er wird als im Prinzip ja Räuberbaron. Das ist ja eine Anlehnung an die Zeit der Räuberbarone, an JP Morgan und wie sie alle hießen, die Geld verdient haben mit der transkontinentalen Eisenbahn und die dann halt auch mit Viehdiebstahl und Brandschatzen und Plündern und Handlanger schicken, Leute dazu überzeugt haben, ihr Land zu verkaufen, damit die Eisenbahn da durch kann, etc., etc. Ne? Das ist ja also das ist ja ein gängiges Motiv. Auch in jedem klassischen Western gibt es immer einen bösen Räuberbaron. Das verstehe ich total, das da einzubauen. Aber im Buch heißt es dann zeitgleich, dass er sich sehr gut um seine Angestellten kümmert, die sehr gut bezahlt. Und auch die Kaufpreise, um die Geschäfte zu übernehmen, sind total gut und angemessen und fair. Und er kauft das Land, aber lässt dann das, was da draufsteht, halt weiter bestehen und die Leute sollen für ihn arbeiten, etc., etc. Und ich saß da so und hab so, wo ist denn das Problem dann mit dem, an den zu verkaufen? Er zahlt einen fairen Preis, er stellt dich an und lässt dich dein eigenes Geschäft weiterführen und er kümmert sich gut um seine Angestellten. Klingt doch eigentlich nach voll dem guten Geschäft. Ja, dachte ich auch. Und dann gibt es diese Szene, also da springen wir jetzt, also ich will nicht so weit vorspringen, aber dann gibt es diese Szene, wo sie am Küchentisch sitzen bei dem Museumsbesitzer und und das alles erzählt bekommen. Da reden wir dann noch detailliert drüber. Aber diese ganze Szene, wie sie das beschreiben, mit dem, wie dieser Mr. Campbell vorgeht, etc., das klingt im Hörspiel wie der Anfang von einer A-Team-Folge. Voll. So. Oh, danke, dass du das wollte ich auch sagen. Also Hannibal und die Jungs sitzen zusammen mit den Leuten, die das A-Team gerufen haben und hören sich an, was genau dieses reiche Scheusal wieder gegen den armen, kleinen, amerikanischen Bürger und Steuerzahler durchführt und warum die Polizei nicht helfen kann und deswegen muss das A-Team her. Ganz genau. Ganz und Justus genau. Hat ein Schweißgerät hinten in seinem Koffer irgendwie. Ja, also ich meine, gut, das A-Team hätte den ganzen Fall anders geklärt als jetzt die drei Fragezeichen, aber daran hat es mich total erinnert. Der Bodycount wäre trotzdem gleich hoch gewesen. Das stimmt. Das A-Team schießt, aber es trifft nicht. Weißt du, gerade Schweißgerät, dachte ich gerade, Justus im Sommer ist ein Schweißgerät. Okay. Aber der Gerät schwitzt nicht. So, weiter jetzt. Es stimmt. Also, Fred K.O., was Graues gesehen. Und Fred fragt, ob der Mann, der ihn K.O. geschlagen haben könnte, beziehungsweise der da eingestiegen ist, ein Chinese sein könnte. Und dann sind wir wieder bei diesem Chinesenspuk, was ja auch schon bei Effie Briest eine große Geschichte ist, der Chinesenspuk. Das hätten wir mal Astrid fragen sollen. Heieiei, Astrid, Effie ist der Chinesenspuk angelehnt an den Chinesenspuk von hier Effie Briest? Schreibt mir mal. Dankeschön. Okay. Gut, also Sam Riley kommt dann dazu, weil der Zug geht dann in eine Vollbremsung. Alle fliegen rum und nicht Bob haut sich die Birne an, sondern nochmal Fred. Ist echt nicht sein Tag. Right. Der Zug ist natürlich stockdunkel, weil sie im Tunnel stehen. Sam Riley kommt dann mit zwei Öllampen.
und sagt ihnen, sie sind gerade durch ein Transparent, durch einen Banner gefahren und mussten deswegen anhalten. Und dann begeben sie sich, die drei Fragezeichen, erst nach vorne in den Zug, wollen da die Lampen abgeben, werden da wieder zusammengeschissen von diesem Campbell und hören dann noch einen Streit zwischen einem gewissen Collins und eben diesem Mr. Campbell. Und da wird er halt wieder, also der Campbell wird halt die ganze Zeit sehr, sehr unangenehm dargestellt. Was Tom ja gerade gesagt hat, dem gegenübersteht, dass er ja eigentlich so beschrieben wird als, ja, integrer Geschäftsmann, der seine Leute gut behandelt. Also ein bisschen, das steht so ein bisschen gegenüber. Ja, im Buch wird das dann eine besondere Form der Schutzgelderpressung genannt, von Justus. Kann man natürlich so sehen. Auf der anderen Seite, wenn der Mann faire Preise zahlt und die Leute gut behandelt, warum muss er dann überhaupt auf so zwielichtige und vor allem illegale Mittel zurückgreifen, wie Erpressung, Drohung, Brandschatzen, Plündern, Körperverletzung? Nee, aber derjenige, der, es ist doch ein gängiges Motiv, dass derjenige, der alles aufkauft, als Böse denn gilt so. Das, also ich sag jetzt mal hier, wie heißt der Gegner von Daredevil? Kingpin. Wilson, der Kingpin, Wilson Fisk, genau, der wirkt ja auch gegenüber den normalen Geschäftspartnern auch als nett und eloquent und großzügig. Ja, aber der im Hintergrund ist, sind die. Der ist vordergründig nett und hintergründig ein Monster. Das mag ja sein, aber bei Campbell ist es irgendwie andersrum. Der ist vordergründig total ablehnt und hintergründig ist er dann. Aber angeblich zahlt er halt faire Gehälter, kümmert sich um seine Leute und die Kaufpreise sind auch in Ordnung. Dann hier wurden die Mitarbeiter gezwungen, sowas zu sagen. Ja, er zahlt gut, der Chef. Das sagen nicht die Mitarbeiter, das sagen im Buch die Leute in dieser Küchenszene dann. Also da hätte ich halt gesagt, so kann mir jemand die Nummer von diesem Campbell geben? Ich möchte ihm alle meine Museen verkaufen. Alle zwei. Alle beide. Dein Kellermuseum, meinst du? Oder? Ja. Ich habe ein Museum der schlechten Wortspiele, da kann er gerne vorbeikommen. Dann wird's gruselig. Dann wird's gruselig, genau. Denn die drei steigen aus und sehen auf den Gleisen eine Leiche liegen. Stellt sich raus, es ist nur eine Puppe, Gott sei Dank, eine Wachsfigur. Und sie finden Fetzen des Transparents, nicht wahr? Aber mal ganz ehrlich, es ist trotzdem creepy. Mega creepy. Irgendwie so eine Wachsfigur oder irgendwie eine Schaufensterpuppe so auf den Gleisen liegen würde. Ich erinnere mich da an Henning Mankells Der Mann, der lächelte. Da gibt es ja eine Szene, wo der Mann so Wallander durch ein Waldstück fährt und er muss Vollbremsung bei Nebel machen, weil er eine sitzende Person auf der Straße sieht. Und dabei handelt es sich um eine Schaufensterpuppe. Aber es ist trotzdem irgendwie so in einer ganz dunklen Umgebung, du hast kein richtiges Licht und dann siehst du da irgendwie so vermeintlich eine Leiche auf dem Boden liegen. Also ganz ehrlich, da kann Peter auch wirklich, wirklich zu Recht durchdrehen. Ja, absolut. Und jetzt Hand aufs Herz, würdet ihr hingehen und nachgucken? Im Leben nicht. Ah, doch. Ja, doch. Ich würde. Du, aber hingehen. Moment, Olaf, du hast keine LED Super Light mit 3000 Milliarden Lumen, sondern du hast eine Ölfunzel. Naja. Ja, aber man würde trotzdem hingehen. So, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich muss jetzt gerade mit der Wachsfigur, kennt ihr zufälligerweise von Last Week Tonight die Nummer, wo sie von diesem schlechten Wachsmuseum, das geschlossen wurde, ein paar US-Präsidenten als Wachsfiguren ersteigert haben? Nein. Nee. Das ist so großartig. Das sind furchtbar schlechte Wachsfiguren, die den Präsidenten nur entfernt ähnlich sehen. Und sie haben irgendwie dann gleich 5 Stück gekauft, unter anderem Warren G. Harding, einen der umstrittensten und korruptesten US-Präsidenten aus den 20er Jahren. Und was sie dann machen, ist, sie haben jede Menge namhafte Schauspieler angeheuert, um einen Fake-Trailer für einen Film über Harding zu inszenieren. Und Harding wird die ganze Zeit gespielt von dieser Wachspuppe. Und alle Leute in dem Trailer spielen mit der Wachs-, also gegen die Wachspuppe an. Es ist so geil, das müssen wir unbedingt in den Shownotes verlinken. Da muss ich immer, wenn jemand von schlechten Wachspuppen redet, immer dran denken. Es ist so großartig. Last Week Tonight, ist das mit John Oliver? Oder? Das ist das mit John Oliver, ja. Gut, okay, kenne ich nicht. Muss ich mir mal anschauen.
Der macht so ähnlich wie Jan Böhmermann seine Sendung. Ja, Böhmermann hatte die Idee ja zuerst. Genau, das wollte ich damit sagen. Ja. Kennt ihr zufällig? Ja, in Bremer und die haben alle Ideen zuerst. Also. So 50 Meter hinter dem Zug finden sie dann irgendwelche Fetzen von dem Banner, nehmen die mit. Es sind chinesische Schriftzeichen drauf und hier kommt jetzt dieser Querverweis mit Shanghai. Den habe ich mir auch aufgeschrieben, weil ich mir dachte, wow. 15 Jahre vorher wird hier Shanghai referenziert. Chapeau. Und jetzt kommt, was kommen musste. Der Zug fährt los und Peter kriegt einen Nervenzusammenbruch. Ja, das beschreibt das Schauspiel in der Szene sehr gut, ja. Finde ich sehr gut eigentlich die Szene, was mich ein bisschen überrascht, also ist ja so eine Dampflok, ne? Die würde auch bei einer Vollbremsung ja niemals komplett stillstehen. Die würde also, immer so tschuffen, ja. Ja, die würde immer was machen und in dem Fall, von der Geräuschkulisse her, da meine ich, dass ich da das größte Problem mit der Soundkulisse habe. Da ist es halt einfach, in diesem Tunnel ist es halt mucksmäuschenstill, klar, um die Spannung zu erhöhen, aber normalerweise würdest du den Zug da irgendwie noch hören. Vor allen Dingen würdest du auch hören, wie der anfängt loszurattern. Der fährt ja nicht zack weg. Also ich glaube, es macht sogar ein Geräusch, wenn du die Bremsen öffnest. Und also, ja. Also die drei Fragezeichen hätten, glaube ich, mehr als genug Zeit gehabt, um noch wieder auf den Zug aufzuspringen. Aber es war ja nun mal wichtig für die Handlung, dass die drei Fragezeichen im Tunnel quasi ausgesetzt sind. Das ist Spannungsmoment, das ist auch wichtig, um die Geschichte voranzubringen. Außer im Hörspiel, da bringt es die Geschichte nämlich überhaupt nicht voran. Ist der Unterschied zum Buch so gravierend? Ja, schon, weil es wird zwar später erzählt, dass in den Tunneln ja auch der Reno immer noch nach dem Gold sucht und so weiter, aber es wird halt auch immer von den Geistererscheinungen im Tunnel geredet und dass es da spukt und so weiter, aber es wird halt nie zu auch nur einer Sekunde irgendwie mal mit irgendwas belegt oder unterfüttert. Ja. Das im Hörspiel ist das alles nur Erzählung von Charakteren, die das irgendwann mal erlebt haben wollen. Also und das Gegenteil von Show, Don't Tell, ne? So, und im Buch ist es halt so, dass die drei Fragezeichen jetzt alleine unterwegs sind in dem Tunnel und dann das gespenstische Klagen hören. Weil da eine Geistererscheinung tatsächlich inszeniert wird und sie dann auch diese Mauer finden. Und ich bin mir jetzt gerade nicht, doch, da wird eine Geistererscheinung inszeniert. So. Und dieser Moment, der eigentlich wichtig ist, weil er diese Geistergeschichte unterfüttert, der fehlt halt im Hörspiel. Stattdessen wird dann so eine Art Wolf auftauchen lassen. Also das ist dann im Buch wieder genauso. Da taucht dann auch die Dogge Jasper auf. Aber das ist halt, da wird dann so eine Art Werwolf-Anspielung gemacht. So ein Wolf im Tunnel, ein einzelner Wolf in einem Eisenbahntunnel. Ja, so, ne? Na, besser als Snakes on the Plane, ne? Also. Den habe ich nicht gesehen. Stelle ich mir grotesk schlecht vor. Ja, ist es, aber es ist halt genau der Anspruch, den dieser Film hat. Okay, gut. So ein bisschen Sharknado, meinst du? Ja. Ich habe mich halt auch gefragt, wie schnell, also abgesehen davon, dass man das eher hört, dass der Zug langsam anfährt, aber wie schnell ist so ein Zug damals gewesen? Also von welcher Zeit reden wir? Welches Jahr? 1900. Also die Wahrscheinlichkeit, dass Peter den nicht kriegt, den Zug. Aber auf der anderen Seite, ne, wir dürfen nicht vergessen, auf gerader Strecke mit Licht ist das auch eine andere Sache. Aber die sind da ja stockfinster im Tunnel. Wenn du da jetzt Vollgas losrennst, da sind ja überall Schwellen und überall so diese Hölzer und Schotter. Und ja, das ist halt, das ist halt auch wieder was anderes. Da kannst du jetzt nicht den Vollsprint ansetzen. Genau, deswegen packt sich Peter im Tunnel ja auch ein Buch aufs Maul, verdreht sich das Knie und aber das passiert erst, nachdem der Zug schon weg ist. Okay, dann möchte ich mal ein bisschen jetzt lösen, dann finde ich das doch okay. Ja, ja, ja. Also es, ja, habt ihr gut argumentiert. Aber schon dieses, dass man, also die merken dann ja auch relativ schnell, dass die drei Fragezeichen gar nicht mehr an Bord sind. Und dann packen sie die drei Sine aus und sammeln die drei Fragezeichen dann recht flott wieder ein. Ja, das ist richtig. Aber ein sehr schöner Moment mit dieser drei Sine. Ja. Das war auch wirklich sehr, sehr stimmig. Ja, aber was soll ich sagen? Die wird halt im Buch später noch einmal wichtig. Ja, im Hörspiel ist es nicht so. Aber was ich halt ganz cool fand, war, wie diese Situation durch die Ankunft dieser Draisine halt
aufgelöst wird. Weil sie gucken ja dann durch diese Wand mit diesem herausgerissenen Stein, den Justus da rauszerrt. Und dann sieht er ja eben diese gruseligen schwarzen Augen. Sie rennen weg, dann ist da auf einmal ein Hund. Und das Ganze wird halt schön aufgelöst. Und nicht einfach so, dass sie rausrennen, sondern die sind die ganze Zeit in dem Tunnel und werden dann da gefunden. Ich fand es halt ja, eine coole Idee oder eine coole Möglichkeit, diese ganze Szene aufzulösen, ohne sie irgendwie doof zu machen. So. Ja, wisst ihr, was ich meine? Ja, total. Also jetzt nicht Inspektor Cotta war eh schon irgendwie benachrichtigt und findet die da, sondern das war halt wirklich so, die fahren weg, stellen fest, oh, die Jungs sind nicht da, weil sie davon ausgegangen sind, dass sie wieder in den Zug eingestiegen sind. Das wird ja auch dann auch noch schön erklärt. Ich hätte gedacht, ihr seid sofort wieder in den Zug gestiegen. War nicht so, aber den Zug halt unhandlich, wie er ist, halt eben wieder rückwärts fahren zu lassen, machen sie nicht, sondern die fahren eben halt mit diesem Wartungsfahrzeug eben mit der 30. Ja, außerdem, du kannst ja nicht mit dem Zug rückwärts fahren. Der hat zwar nur 4 Waggons und den Kohlewagen und die Lok, aber du siehst ja nichts. Also du siehst ja nicht, wo du hinfährst. Und wenn die jetzt... Nein, das war jetzt auch metaphorisch. Ja, ja. Irgendwo wird es wahrscheinlich irgendwie eine Wendemöglichkeit geben. Das weiß ich für nicht. Wenn es eine transkontinentale Eisenbahn, warum soll die rumdrehen? Gibt es so den Wendebahnhof? Ja, schon, aber der wird ja nicht an jeder. Der wird aber nicht an jeder Milchkanne sein. Und warum soll so von Rocky Beach nach Harrowville ist es jetzt nicht so weit? Also, sie brauchen irgendwas, wenn sie die Strecke hin und zurück fahren wollen. Wenn richtig, sie aber nicht. Modern mit 2 Loks fahren. Na, modern, ja, aber das muss ja auch keine moderne Strecke sein. Das kann ja auch eine Museumsstrecke sein, die gar nicht mehr für den öffentlichen Verkehr gedacht ist. Weil ja, aber sonst, trotzdem musst du ja auch auf der Museumsstrecke irgendeine Möglichkeit zum Wenden haben. Ja, schon, aber nicht direkt in Harrowville. Das kann ja auch sein, dass das Ding weiterfahren muss. Wie dem auch sei. Es wird schon alles als... Harrowville ist schon ziemlich eine Endstation, so wie das beschrieben wird. Naja, gut, okay. Wie dem auch sei. Ich finde es gut, dass sie mit der Draisine kommen und nicht den Zug einfach zurückstoßen, weil... Ich hatte ja erst Angst, dass da wieder ein Hubschrauber rausgeschrieben wurde. Aber war keiner drin. Fragezeichen. Liebe Astrid Vollenbruch, vielen Dank, dass das kein Hubschrauber ist. Mit einem Hubschrauber im Tunnel suchen, so. Das hat bei Mission Impossible auch funktioniert. Also bitte. Ich musste gerade eher an. War das Mission Impossible? Ja, das war nicht Speed, das war Mission Impossible mit dem Hubschrauber. Oder über Man in Black, wo einfach das Auto in der Decke fährt. Genau, das war auch dein Hochgeschwindigkeitszug und da muss es solche Luftverwirbelung und Vakuum hinter diesem Zug geben bei der Geschwindigkeit, dass es mit dem Helikopter eigentlich nicht funktionieren kann. Aber naja. Zumal man erstmal mit einem Helikopter in den Eisenbahntunnel reinfliegen muss, das ist schon. Also da würde ist, das ein Stuntflieger probieren? Den Faden durchs Nadelöhr fädeln ist da nix gegen. Ja. Aber es ist ja auch Mission Impossible und nicht Mission Possible. Plausible. Ja. Mission Possible. Nee, Mission Plausible. Aber was ich halt da nicht verstehe, ist, warum es nicht einfach Tunnelhubschrauber gibt. So mit nur einem Rohr. Ja, warum hat die noch keiner erfunden? Sam, ich glaube, du bist da was ganz Heißem auf. Ja, ich würde halt, also ich persönlich würde es halt so machen, ich würde nur ein Rotorblatt dran machen, dann können die näher an die Wand fliegen. Ja, weil dann ist ja Platz, weißt du? Oder Sam, ich habe voll die gute Idee. Du machst einfach ein Fahrzeug, das statt eines Rotors, ich weiß, hör mich an, auf Schienen fährt. Ja. Das ist nicht schlecht. Und man könnte den Rotor dann ja so nach hinten machen, dass es schiebt. Ja. Nee, der oszilliert, ne? Der dreht sich nicht, sondern oszilliert. Der oszilliert. Das ist die unbequemste Fahrt aller Zeiten. Super langsam, aber... Nee, das ist natürlich entkoppelt, natürlich die Fahrkabine. Super langsam, aber du vibrierst einfach in dem Zug. Toll. Gibt es eigentlich irgendwie eine 3-Fragezeichen-Folge, in der mal ein Luftkissenboot vorkommt? Und werden die noch gebaut, Luftkissenboote? Die wird gerade geschrieben. Sehr gut. Garantiert. Die Luftkissenkreuzfahrt. Die Luftkissenkreuzfahrt, das ist die lauteste Kreuzfahrt aller Zeiten. Du kriegst erstmal Gehörschutz. Okay, weiter im Text. So, wir betreten jetzt im Endeffekt den vorletzten Handlungsschauplatz. Und zwar sind wir in Harrowville, im Haus der Familie Kingsley. Und da war ich ein bisschen verwirrt, ich sag euch auch gleich wann. Die drei kommen da also an mit der Draisine und betreten das Haus zusammen mit Fred, Sam Riley. Es ist noch Dr. Long da und das Ehepaar Kingsley. So, und jetzt sitzen die da am Tisch und unterhalten sich und irgendwann wird der Fred gefragt von Mrs. Kingsley, wie geht's denn deinem Kopf? Oder von Mr. Kingsley, nee, von Mrs. Kingsley, wie geht's denn deinem Kopf? Ich habe mir Sorgen gemacht. Und dann sagt er, ist alles gut, Mom. Ja, die sind nicht verwandt oder verschwiegen. Und dann dachte ich mir, Moment, Sekunde,
Der heißt doch nicht Kingsley, der ist doch Jenkins. Sagt er nicht Ma'am? Ja, er sagt Ma'am. Ich habe es auch dreimal gehört, ja. Seid ihr sicher, dass er nicht einfach nur nuschelt und Ma'am sagt? Also, das mag vielleicht so dagestanden haben, aber ich höre da Ma'am. Hm. Also, ja. Ich höre also, da Ma'am. Also, ich glaube, also Versprecher würde ich dort ausschließen. Er hatte beim Bau der transkontinentalen Eisenbahn ein Vermögen verdient. Olaf, das Ding ist so, wir dürfen vielleicht einen Schnipsel verwenden. Wenn wir den Schnipsel aber so oft hintereinander rein, dass da 2 Stunden Take draus werden, wird's ein bisschen kritisch, meine ich. Nein, aber er sagt Mom, also ganz ja, ehrlich. Ja, dachte ich auch. Gut, das ist aber jetzt gar nicht so wichtig. Wir erfahren jetzt, warum der Chinesentunnel Chinesentunnel heißt, der erstmal Harrow's End hieß. Und zwar gab es eine Explosion, während ein Zug durchgefahren ist und dabei sind 20 Gleisarbeiter chinesischer Abstammung, die Zugbesatzung und der Sohn von Reginald Harrow, dem Gründer von Harrowville, ums Leben gekommen. Mr. Harrow, also Reginald Harrow, ist dann ein paar Tage später aufgrund des Schocks an einem Herzinfarkt gestorben. Und das habe ich mir extra aufgeschrieben. Und das wird jetzt gerade erzählt. Und jetzt kommt Mrs. Kingsley. Ach, ich hasse Mr. Campbell. Und es war so vollkommen deplatziert, ja, da reingesprochen und so. Ich weiß auch nicht. Ich sag ja, das war so der Moment, wo ich dachte, jetzt sagt er gleich, Schatz, du bist betrunken, bitte, geh doch ja, zu Bett. Ja, und das ist jetzt auch leider das, wo ich sagen muss, dass die Sprecherleistung halt einfach diesen Schluss absolut nahelegt. Du bist nicht du selbst, wenn du getrunken hast. Ich liebe dein nüchternes Ich. Hier ist ein Snickers. Also, das war ganz komisch. Aber ihr seht es auch so, ne? Naja, aber es ist doch irgendwie die Brechstange, um klarzumachen, so, das sind 2 kontrollierende Parteien. Das ist ungefähr wie bei den Ärzten. Und jetzt Themawechsel. Das ist doch, also ein organisches Gespräch ist was anderes. Aber gut, es ist, wie es ist. Wir reden, gut, dann reden wir eben über Mr. Campbell, von mir aus. Ach nee, doch nicht, Karl ist nämlich in die Stadt gefahren, der sieht nämlich schlecht aus. Dieses ganze Gespräch, das entgleist da so richtig. Das hängt damit zusammen, dass ja, also das ist ja sowieso gang und gäbe, dass aus den Büchern hauptsächlich die Dialoge rausgenommen werden und dass man versucht, alle Dialoge drin zu lassen und so wenig wie möglich auf den Erzähler zurückzugreifen, ist so mein Gefühl. Und hier an der Szene ist jetzt wirklich alles zusammengemischt. Ich sagte ja schon, Peter verletzt sich im Tunnel. Die 3 Fragezeichen übernachten bei den, ich komme mit den Nachnamen durcheinander, bei den Kingsleys, ja, Kingsleys zu Hause, ja. Kriegen dann Zimmer. Und dann kommt Dr. Long und untersucht Peter. Und verarztet den und guckt sich das Knie an und erzählt dabei, also viele Dinge, die andere Charaktere erzählen, die Mr. Kingsley erzählt, erfahren sie eigentlich von Mr. Long, von Dr. Long in dem Gespräch. Und dann sitzen sie irgendwann mit der Familie unten am Tisch und dann ist das ein längerer Dialog. Da taucht auch die Tochter von Mr. Kingsley noch auf. Die ist total kontra, weil sie halt absolut dagegen ist, dass das Museum an Mr. Campbell verkauft wird. Und da ist das ein viel längerer Dialog und auch dieses, warum Karl elend aussieht, das erfährt man im Buch. Das ist da ein eigener Handlungsstrang. Der ist aber komplett aus dem Hörspiel rausgeschrieben worden. Deswegen macht dieser Satz, dass Karl elend aussah, überhaupt gar keinen Sinn mehr. Ja. Und gehört da eigentlich auch nicht rein. Und da verstehe ich nicht, warum sowas passiert. Also das muss doch... Ich würde da gerne mal hinter die Kulissen von so einer Aufnahme schauen, weil ich mir nicht erklären kann, warum sowas immer und immer wieder passiert, weil man muss doch beim Drüberhören sich sagen, hey, warte mal, das ergibt doch gar keinen Sinn jetzt. Naja, aber du, Anschlussfehler sind auch in der Filmbranche, auch bei Hollywood-Filmen gang und okay, gut. Okay, Anschlussfehler. Aber du bestellst jemanden ein, nämlich die Sprecherin von Mrs. Kingsley, diese Tina Hasenmann-Jägerfrau, und dann sagt die diesen Satz. Und dann musst du den ja da hinschneiden, aber der passt doch da gar nicht hin. Ich meine, wir alle haben schon Podcasts geschnitten. Uns fällt doch auf, wenn die Sätze nicht aneinander passen. Das ist das, was ich mich da eben frage und was mich da so verwundert zurücklässt. Warum passiert, wir reden ja hier nicht von einer Hobbyproduktion.
Ich versuchte gerade irgendwie einen wirklich völlig aus dem Zusammenhang gerissenen Satz zu formulieren, aber mir ist keiner eingefallen. Merkst du was, Olaf? Weil es nämlich gar nicht so leicht ist. Kartelle sind grundsätzlich. Ja, das erklärt aber auch ziemlich gut, Tom, warum da jetzt Mr. Long einfach so un. Warum sitzt der auf einmal da? Du kriegst halt, also den Eindruck, den das bei mir vermittelt hat, war, das ist echt ein kleines Dorf, da leben eine Handvoll Leute, die sind alle eng miteinander befreundet. Mr. Campbell ist dieser Außenseiter, dieser Eindringling von draußen, der da jetzt alles aufkauft. Und da sitzen halt noch die 5, 6 Leute zusammen, die sich seit 100 Jahren kennen und eng miteinander vertraut sind und sich gut kennen. Warum Dr. Long da einfach mit am Tisch sitzt in der Szene? Keine Ahnung. Das ist halt im Hörspiel, wird das überhaupt nicht klar. Also normalerweise ist das so, irgendwie beim Rollenspiel wäre das quasi die Kneipe, wo alle wichtigen Personen immer zufrieden sind. Ja, genau. Genau das Feeling kommt da auf. Ja. I see your group meets a wizard. Aber das ist dieses Dorfgemeinschaft und Zusammensitzen und Zusammenessen, das habe ich zum Beispiel auch schon kennengelernt, als ich bei einem Freund in Serbien in einem sehr, sehr kleinen Dorf nahe der kroatischen Grenze war und abends, wir sitzen beim Essen und es geht die Tür auf und es kommen halt Freunde des Hausherren rein und der eine hat eine Geige im Arm und der andere eine Gitarre und dann setzen die sich da hin, essen was und fangen an zu klimpern. Also das ist jetzt nicht so ungewöhnlich da auf dem Dorf. Aber ja, in Chicago kämen die Leute rein, hätten nur den Geigenkoffer dabei. Das ist absolut richtig. Und wenn es Valentinstag ist, soll es in Deckung gehen. Die 3 Fragezeichen, die Cosan Hostia. So. Das ist eine sehr kurze Geschichte. Und ich vermute, Chicago Typewriter. Ich vermute, dass die mit Betonfüßen endet. Aber naja. Gut. Die 3 Fragezeichen, jetzt geht's dann wieder. Also wir kamen jetzt vom Chinesentunnel über Dr. Long mit Klischee-Akzent zu Mrs. Kingsley, dass sie Mr. Campbell hasst, zu Karl, der schlecht aussieht. Und jetzt sind wir wieder im Tunnel. Justus erzählt jetzt die Geschichte und ihm fällt auf, oder allen fällt auf, dass sich die Anwesenden austauschen, dass sie praktisch Blicke austauschen und anscheinend wissen, was da los ist. Justus stellt dann die typischen Fragen: Wer hat denn jetzt Fred niedergeschlagen? Was stand denn jetzt auf dem Transparent? Welche Rolle spielen die Chinesen und was geht hier überhaupt ab? Wer hat die Kokosnuss geklaut? Genau. So die üblichen Fragen, die man halt stellt. Naja, aber jetzt wird mal eben ganz kurz nochmal eben das eingeworfen, dass es ja irgendwie um viel, viel Geld geht. Genau, und nicht nur das. Jetzt wird wieder gesagt, dass der Campbell total der Schuft ist, denn dieser Collins, den wir vorhin im Zug gehört haben, der sich mit dem Campbell gestritten hat, der war der ortsansässige Glaser und dem wurde vor ein paar Tagen die Werkstatt zerlegt. Einfach alles kurz und klein geschlagen. Und das sind ja Mafia-Methoden einfach. Aber das ist halt genau diese Erzählung, die mich so total an das Opening oder den Auftakt einer A-Team-Geschichte erinnert genau hat. Das ist halt genau das. Ja, aber dann wirkt im Prinzip das so, dass es ähnlich ist wie bei der Silbermine, dass jemand quasi alles aufkauft, damit er eben die Schätze rausholen kann. So wirkt das in der Szene. Also ziemlich, hat mich da sehr dran erinnert. So. Meinst du was dran? Also ich weiß jetzt nicht, was es kostet, ein Dorf zu kaufen und ob sich das die Waage hält. Wahrscheinlich meinst du, es könnte teurer sein als die 5 Millionen. Ja, das ist ja oftmals das Problem bei so Schurkenmotivationen, dass der Aufwand, der betrieben werden muss, in keinem Verhältnis zum Ertrag steht. Ich muss gerade an dieses Meme aus Ich einfach unverbesserlich denken, wo Gru vor der Tafel steht. Ja. Schritt 1, wir kaufen das Dorf. Wir verschulden uns dabei horrende und geben viel mehr Geld aus, als der Schatz wert ist. Schritt 2, wir finden den Schatz. Schritt 3, Genau. Wir sind hochverschuldet. Und das ist halt so, aber ein bisschen komisch. Wie heißt denn jetzt der Bösewicht? Mr. Campbell. Mr. Campbell. Ist es, ne? Wie die Dosensuppe. Ja, ich komme bei den Namen so ein bisschen durcheinander. Riley, dann gibt es noch Ed Sheeran. Nee, Carl Sharon gibt es. Carsharing, Olaf. Carsharing. Carsharing. Die Namen sind, die könnten auch irgendwo auf der Insel, auf der grünen Insel herstammen, oder? So alles Einwanderer aus Irland. Ja, da wäre doch mal interessant, was die Inspiration hinter den Namen war. Und auch das haben wir Astrid Vollenbruch gefragt und hier ist das, was sie dazu zu sagen hatte. Zu der Zeit gab es glücklicherweise schon den Internet, weil sonst hätte ich keine Chance gehabt. Ich habe Google Maps aufgemacht, ich habe alles gelesen, was in irgendeiner Form mit Chinesen und Eisenbahn zu tun hatte.
Ich habe die Orte mir genau rausgesucht, die ich nachher dann ein bisschen umbenannt hatte, aber die Anordnung gab's halt auf Google Maps und in der Wirklichkeit tatsächlich auch so. Ich glaube, den Tunnel gibt es nicht, aber ich habe schon versucht, mich so nah wie möglich an die Gegend ranzurobben, um das einigermaßen authentisch zu schreiben. Ich habe dann auch die Museumsbahn eingerichtet, die halt früher eine ganz normale Transporteisenbahn war und dann nach und nach zur Museumsbahn umfungiert wurde, aber halt von Gästen des Museums oder von Besuchern des Museums bis heute dann genutzt wurde. Ich habe die Namen mir so zurechtgelegt, dass es fast alles irische Namen waren, weil ich natürlich Nachkommen der Arbeiter da drin haben wollte. Ich habe die chinesische Gemeinschaft ein bisschen rausgelassen, weil ich mich mir da nicht wirklich zugetraut habe, das vernünftig darstellen zu können. Also kam tatsächlich nur ein einziger Chinese vor. Ja, und so habe ich mir das dann irgendwie zusammengesucht. Ich habe Fotos angeguckt, ich habe auch ganz viele Geisterstädte mir angesehen und Bücher dazu gekauft und Bildbände über Kalifornien. Und ich wusste ja nichts davon. Ich wusste ja nicht mal, wo Rocky Beach liegt. Und ich schäme mich auch sehr. Gut, also die Recherche hinter der ganzen Geschichte basiert eigentlich auf allem, was man im Internet und Google Maps finden konnte. Und die Namen mussten halt irisch klingen, weil damals Iren und Chinesen die Eisenbahn gebaut haben. Okay, ja, wissen wir das auch. So, dann kommt das beste Wortspiel, das ich bei den drei Fragezeichen seit langem gehört habe. Warum eigentlich nicht Kupferbaron? Warum eigentlich Kupferbaron und nicht Erzschurke? Total geil. Und da hat sich mir die Frage gestellt, warum man diesen Wortwitz Peter wegnimmt und ihn Bob gibt. Ist es so? Ja. Vielleicht, weil... Ich stelle mal eine ganz steile These auf. Vielleicht hat einfach Andreas Fröhlich einfach Peters Teil gelesen und sie haben es einfach drinnen gelassen. Das passiert ab und zu mal. Oh, der Satz ist gut, da kann ich mal wieder behaupten, das hätte ich aus Versehen mitgelesen. Ja. Es ist gar keine Freundschaft im Tonstudio, es ist seit 40 Jahren ein Hauen und Stechen um die guten Szenen. Aber jetzt mal ganz ehrlich, das könnte doch auch sein. Kann sein, klar. Weiß ich nicht, weil ich nicht weiß, ob die ein fortlaufendes Skript bekommen oder nur ihre Teile. Ah, ich glaube. Ja, die lesen ihre Parts doch immer zu dritt ein. Das schon, man doch schon, aber steht, das heißt, die haben ja, ja, dann ist es doch erst recht seltsam, weil dann würde Peter ja sagen, ey, warte mal, Junge, das ist mein Satz. Ist ja egal. Wer weiß. Also, warum sie das gemacht haben, keine Ahnung. Ich finde das Wortspiel trotzdem super. Ist ein sehr gutes Wortspiel. Hab auch genauso, wie gesagt, im Buch hervorragender Gag. Ja. Ganz klasse. Wir erfahren jetzt, dass der erste wirkliche Kupferbaron eben dieser Reginald Harrow war. Und dass nach dessen Tod dieses komplette Vermögen, was er hatte, im Wert von ungefähr 5 Millionen Dollar, dass es verschwunden ist, die Familie dann verarmt ist und der Campbell das alles aufgekauft hat und dann auch den Titel. Also nicht dieser Campbell, sondern ein Campbell, das ist ja schon 100 Jahre her. Und ja, dass er jetzt der Kupferbaron ist. Der hat praktisch davon profitiert, dass der andere, dass die Familie verschuldet war. Ja. So. Also quasi in bester Räuberbaron-Manier einen Mitbewerber ausgestochen. Genau, wobei Mitbewerber müsste er ja selber auch Bewerber gewesen sein. Ich denke mal, der hat sich das einfach alles unter den Nagel gerissen, ganz frech. Ja, ich meine halt, der wird halt schon irgendwie ein Interesse dran gehabt haben. Also wahrscheinlich wird der auch in dem Kupfer- beziehungsweise Eisbahngewerbe gewesen sein. Ja, das mag sein. So. Jetzt wird das chinesische Schriftzeichen übersetzt. Wie praktisch, dass wir Dr. Long am Tisch haben. Jetzt wissen wir auch, warum er da sitzt. Er übersetzt das Schriftzeichen mit kein Durchgang und das zweite mit Tod oder was Ähnlichem. Das wären beide Interpretationsmöglichkeiten der Zeichen. Genau. Ja, oder so, genau. So. Das ist ja auch im Chinesischen bzw. im Japanischen ist es ja auch echt schwierig, da irgendwie was zu machen. Auch was die Wortspiele angeht und so, weil ja die Zeichen alle möglichen Bedeutungen haben können. Ist ganz interessant, aber auch maximal verwirrend. Dann erfahren wir noch, dass das nicht das erste Mal war, dass da ein Banner durchfahren wurde und
dann geht es noch so ein bisschen so eine Exkursion in die Geschichte der USA, dass die Chinesen damals nicht gut gelitten waren, waren zwar fleißige Arbeiter, aber danach hätten sie schon einfach wieder abhauen können. Man hat ihnen nicht mal gestattet, ein Denkmal aufzustellen für ihre gestorbenen Kollegen. Ja, deswegen ist da auf jeden Fall eine Ablehnung da zwischen den Campbells, die auch dafür plädiert haben, dass sie einfach kein Denkmal aufstellen dürfen, und den Chinesen. So, und dann kommen wir jetzt zum letzten Handlungsschritt. Ach so, mehr Schreien als Sein, das ist ja irgendwie die Übersetzung, dieses, ne, von dem zweiten Transparent. Das fand ich ein bisschen merkwürdig, aber mein Gott. Ja, ich kann dir auch sagen, warum ich darüber gestolpert bin, eben weil ich habe in letzter Zeit mit der Michelle sehr viele Detektiv Conan-Folgen geguckt, beziehungsweise die Filme alle. Sehr sehenswert übrigens. Und da sind auch immer wieder so Wortspiele drin mit diesen Schriftzeichen, und die sind halt so komplex, die versuchen das natürlich zu erklären auf Deutsch, aber das ist nicht zu durchsteigen. Deswegen ist dieses mehr Schreien als Sein, das würde halt so nicht passieren, denke ich. Aber ich glaube, das ist auch, es ist okay übersetzt. Also da rausgezogen, finde ich. Ich finde es gut so. Ja, ja. Weil wie sollst du es anders machen? Das ist ungefähr das mit den Erbsen, wäre ich zufrieden. Das haben wir schon so oft referenziert. Das ist einfach, wie sollst du es sonst machen? Ja. Und dann im Prinzip, so, jetzt haben wir alles hingekriegt und jetzt geht's zum Museum, genau, glaube ich. Jetzt, ne, sind oder? Wir im Museum. Und ich habe mir das richtig schön vorgestellt, so wie das Museum in Sinsheim zum Beispiel, so die Außenanlage, wo du so durchlaufen kannst und kannst dir das alles anschauen und richtig begehen und erfahren. Ziemlich cool. Das Museum muss echt schön sein. Ist halt so ein Bahnhof aufgebaut, voller Wachsfiguren alles, und drei Dampfloks stehen noch drin. Wir erfahren jetzt, dass eine der Figuren Reggie Harrow war. Die ist aber gestohlen worden. Die soll aber ein Geheimnis bergen, denn derjenige, der die gemacht hat, der hat dem Käufer damals gesagt, hier, pass gut auf die Wachsfiguren auf, sie beinhalten das Glück von Harrowville oder so. So, und tja, wie der Zufall so möchte, ist genau diese Figur geklaut worden, und das war natürlich auch die Figur, die über den Haufen gefahren wurde, im Tunnel. Mit dem Zug. Genau. Es war der Zug im Tunnel. Mit den Schienen. Und dann geht eigentlich relativ alles ziemlich schnell, weil es wird mal eben der Antagonist mal eben vollständig enttarnt. Das ist Mr. Reno. Ja, vor allem wird er auch eingeführt als erstes Mal. In dieser Szene wird er nicht nur enttarnt, sondern auch eingeführt. Also eingeführt, und die wissen sofort Bescheid. Also es war eben doch kein Chinese, sondern es war Mr. Reno, der im Zug mit dabei war. Mr. Campbell hatte ihn beauftragt, das wird ganz am Ende dann gesagt, und ja, also wir müssen noch erklären, was das Graue ist. Dabei handelt es sich um Plastiksprengstoff, und es surrt sich sehr, 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 wirklich sehr, sehr schnell zusammen, dass er im Prinzip dann noch androht, das Museum in die Luft zu sprengen. Abzufackeln. Abzufackeln. Also jetzt passiert alles gleichzeitig. Erstmal wird alles aufgeklärt, für alles ist eben dieser Reno verantwortlich, der erpresst den Karl, es ging um den Sprengstoff, deswegen hat der auch den Fred niedergeschlagen, außerdem war der noch in dem Tunnel hinter der Mauer und hat die drei Fragezeichen angestarrt und die Augen... Er war der Wolf sozusagen. Ja, die Augen waren halt die Sonnenbrille. Nein, der Wolf war die Dogge, aber genau. Er hat da eigentlich im Tunnel die Geräusche gemacht. Genau. Stimmt, er hat die Geräusche gemacht und die großen Augen, das war seine Sonnenbrille, so war es ja. So, dann haut der ab, und dann stellen die drei Fragezeichen und Fred eben den Karl zur Rede, fragen, womit er erpresst wird, und das sagt er aber nicht. Dann wird noch ein bisschen wegen der Puppen herum kombiniert. Sie finden dann heraus, unter Zuhilfenahme der ganzen Zeitungen, die da in diesem Museum sind, dass die Züge eben Nummerierungen haben. Dann eskaliert es schon wieder, weil der Devlin einfach das Museum anzünden will. Dann rennen sie raus und werden mit einer Pistole bedroht. Dann kommt der Mr. Campbell und sagt, hey, jetzt ist aber mal gut, hör auf, die mit der Pistole zu bedrohen. Und da ist er wieder sehr besorgt auch. Also er ist nicht skrupellos, und der Typ ist total ambivalent, ich weiß auch nicht. Und Mr. Kingsley ist der beste Schütze. Bester Schütze im Wilden Westen. Und schießt ihm einfach die Pistole aus der Hand. Ja, ich hätte mal einfach die Hand aus der Pistole geschossen. Ja, also wir sind schließlich in America, der hätte den einfach weggeballert. Ich wollte gerade sagen, der hätte ihm eigentlich das Gehirn aus dem Kopf geschossen. Ja.
Aber oh, hat er die Waffe fallen lassen. Aber das passt halt nicht in das Bild von drei Fragezeichen. Ne? Richtig. Aber ganz ehrlich, ist es doch, also es wird eine Western-Stimmung erzeugt in diesem Ort und das gehört doch jetzt auch in dem Fall dazu. Ja, es geht mir nur alles ein bisschen arg schnell, muss ich sagen. Ja, ich freue mich auf, aber im Buch ist es viel, viel ausführlicher. Ja, ich mich auch, zumal wir jetzt auch sofort, also der Grund, warum Karl erpresst wird, wird 2 Minuten vorher noch als großes Geheimnis behandelt und dann verraten. Und ich muss auch sagen, ich weiß nicht, wie es im Buch ist, aber da kann doch was nicht stimmen. Der Karl sagt, er ist der uneheliche Sohn von Reginald Harrow. Ja, das stimmt auch nicht. Aber der Harrow ist doch schon 100 Jahre tot. Das ist eine Inkonsistenz, die da eingebaut ist. Okay, ist es im Buch auch so? Nee, die ist ins Hörspiel eingebaut worden, dankenswerterweise. Okay, dann klär mich mal auf. Okay, also ich hoffe, ich krieg's richtig zusammen, weil ich habe das Buch ziemlich eilig gelesen. Der Reginald Harrow hatte einen Sohn. Der ist ja gestorben bei diesem Zugunglück. Genau. Ja, das war quasi sein Nachfahre, sein Stammhalter, sein Nachfolger, sein Haupterbe. Also das, im Hörspiel wirkt es so, als, also man denkt irgendwie sofort an den Sohn von Abraham Lincoln, Willie, der andere Sohn, der auch bei dem Zugunglück gestorben ist. Ne? Also, dass es ein Kind ist. Wenn du Sohn hörst, du denkst halt im ersten um den Kind, das ist aber ein erwachsener Mann. Der hatte eine Affäre, beziehungsweise der hatte eine Frau, eine Beziehung, die von seinem Vater nicht gebilligt wurde. Und der hat das gesamte Familienvermögen von 5 Millionen in Gold, also damals 5 Millionen in Gold angelegt und wollte das beiseite schaffen mit einem Zug. Und der ist dann verunglückt und dann hat der Vater quasi an dem Tag erfahren, sein Sohn ist tot und das gesamte Geld ist weg. Hat einen Schlaganfall bekommen und ist kurz darauf auch gestorben. Soweit ist alles gleich, bis auf dass der Sohn im Hörspiel nicht erwähnt wird. Und der der Karl. Der ist halt der Sohn von dem Sohn von Reginald Harrow. Also ist Reginald Harrow sein Opa. Ja, der ist aus der Beziehung quasi hervorgegangen und wollte das immer geheim halten, weil er mit der Familie nichts zu tun haben will. Warum auch immer. Ich wollte gerade sagen, was ist denn dafür die Begründung? Ja, so, ne? Da kann ich dir jetzt gerade auch nicht mehr sagen. Ich weiß es, glaube ich, einfach nicht mehr. Jedenfalls, der hat halt versucht, seine Familienbande geheim zu halten. Aber das Ganze ist rausgekommen, weil Justus nachts, während Peter und Bob geschlafen haben, bei dem eingebrochen ist und seine Familienunterlagen durchwühlt hat und das nachgelesen hat. Also diese ganze Hinführung, dass Reno Karl erpresst und unter Druck setzt und dass der für Campbell arbeitet und dass der aber parallel, also Campbell sagt, mach mal den Leuten Druck, ich will das hier alles kaufen und der Reno ist halt, der schlägt quasi über die Stränge. Da heiligt der Zweck die Mittel und der sucht parallel noch nach dem Gold. Und deswegen erpresst er auch Karl. Und dass da eine Wachspuppe seines Vorfahren auf den Schienen steht, die er dann überfährt, ist halt eine Drohung an ihn. Ah, okay. Das soll ihn damit unter Druck setzen, dass ausgerechnet diese Wachspuppe da steht. Und das zum Beispiel die Wachspuppe, also dass der Zug mit einer Wachspuppe kollidiert ist, das weiß nur Karl und die drei Fragezeichen. Und Karl verschweigt das halt jedem und lenkt immer ab, sobald das Thema in die Richtung geht. Also das wird da viel mehr mysteriös gehalten. Was hat Karl zu verbergen? Und deswegen, weil er so erpresst wird und weil er wegen diese Puppe überfahren hat, deswegen sieht er auch so elend aus, was dann in der Szene am Küchentisch erzählt wird. Ja, okay, das so macht das Ganze Sinn, ja. So, ne? Und das heißt, wir haben halt wieder in dieser Geschichte diese arge Straffung, dass man alle spannenden Szenen, so das Mysteriöse, das Gruselige drin haben will im Hörspiel, aber die Verknüpfung der einzelnen Handlungsstränge, die leidet da wieder enorm drunter. Und das ergibt keinen Sinn. Und deswegen ist es am Ende wieder so ein, Justus hat sich gerade mit dem ausgestreckten Zeigefinger unter der Nase gerubbelt und zack, hat er die zündende Idee. Ne? Diese Wiki-Momente, die Justus jetzt manchmal in den Hörspielen hat oder
nicht jetzt, aber die er öfters in den Hörspielen hat. Das ist halt schon so, ja. Ach so, es ist übrigens, wir sind mit der Handlung durch. Ich kann eben noch die restlichen Dinge sagen, die im Buch ein bisschen anders sind, ne? Sehr gerne, weil wir finden jetzt ja. Nämlich nur noch das Gold im Tender. Und das war's. Richtig, das ist im Buch genauso. Auch da ist das Gold in den Tender eingeschweißt, so unter der Kohle. Das muss ein enormes Gewicht sein, was der Zug da trägt. Ich glaube, die Dichte von Gold ist höher als die von Kohle. Also, ja, aber bei wie viel ist denn 5 Millionen in Gold? 2 Barren, ne? Also von daher. Ja, nein, aber es ist bestimmt nicht so viel. Also weißt du. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Da müssten wir vielleicht einen Chemiker fragen. Was da noch ist, also es gibt eine Szene, wo in den Bergen ein Brand ist. Aus den Eisenbahntunneln. Großer, dicker, schwarzer Rauch steigt da auf und die Polizei und die Einwohner von der Stadt düsen dahin. Und alle gehen davon aus, dass es quasi im Berg eine Explosion gab. Und Justus durchschaut das aber als Ablenkungsmanöver und sagt, nee, bei einer Sprengung oder bei einer Explosion, dann wäre der Rauch weiß bis gelb durch den Staub. Das ist aber dicker, schwarzer Rauch. Wahrscheinlich verbrennt da jemand sowas wie Autoreifen. Das ist ein Ablenkungsmanöver. Wir müssen unbedingt zum Museum. Das wird ihm aber erst klar, als sie schon auf der Draisine sitzen und den ganzen Erwachsenen, die ja die Autos alle genommen haben, mit der Draisine hinterherdüsen. Und dann sie überlegen erst einen Hubschrauber zu klauen. Da weigert sich Bob aber. Dann überlegen sie, einen Zug zu nehmen. Das verbietet dann aber Justus, weil er gesagt hat, bekloppt, wir können doch nicht mit einer Dampflokomotive aus dem Museum dahin fahren. Aber die Draisine. Und dann Fred, der natürlich weiß, wie die Draisine funktioniert und total aufgedreht ist, weil er Draisine fahren darf, fährt die drei Fragezeichen dann auf der Draisine dahin und dann fahren sie zurück zum Museum, stellen den Reno. Und dann passiert eigentlich fast alles genauso wie im Buch. Auch da wird ihm dann die Pistole aus der Hand geschossen und auch da sagt der Campbell, sie schlagen über die Stränge, das war so nicht vereinbart und leistet dann Reparationszahlungen. Reno geht in den Knast, der Erbe kriegt die 5 Millionen in Gold, die sie gefunden haben, baut damit das Museum aus. Es gibt dann eine Stadtrundfahrt mit dem Zug und in der Endszene sind dann Justus, Bob und Peter zusammen mit Titus und Mathilda wieder im Museum, treffen die alle wieder, man freut sich zu sehen und die haben das Geld benutzt, um nach dem verschwundenen Zug zu suchen, der verschüttet wurde. Haben den auch gefunden, fahren den dann auch tatsächlich raus und schenken ihn Justus. Titus kriegt einen wässrigen Mund. Tante Mathilda stirbt, quasi auf dem Stuhl sitzend, 1000 Tode. Und Justus entscheidet sich dann, den Zug zwar als Geschenk anzunehmen, aber dem Museum als Dauerleihgabe zu stiften. Woraufhin Titus sehr enttäuscht ist und Tante Mathilda zu Justus sagt, danke. Was ist denn so ein Zug wert? Ja, weiß ich nicht. Wahrscheinlich, also so ein alter Zug, der dann in so einen legendären Unfall verwickelt war und lange, lange verschollen war. Bestimmt schon einiges. Und wenn dann auch noch das Bernsteinzimmer drauf ist, ja, könnte eine Nummer sein, aber ja. Und das sind so die großen Unterschiede. Also das Buch hat halt wieder viele Szenen, die halt die Handlung runder machen und zusammenhängender. Und wollen wir schon zum Fazit der Folge übergehen? Sehr gerne. Dann, weil ich gerade schon so viel gesagt habe und ich glaube, mein Fazit ist sehr deutlich, kann ich mich da jetzt recht kurz fassen. Das Buch ist sehr gut. Es ist eine schöne Geschichte. Es ist schön, diese transkontinentale Eisenbahn, die Zeit der Räuberbarone und der Erschließung des Westens mal, oder die Verbindung der Küsten ist es ja quasi, bei den drei Fragezeichen zu thematisieren. Das fand ich wirklich gut. Das Hörspiel mag ich leider gar nicht, weil es so ein Holter-die-Polter-Fall ist, wo eigentlich überhaupt nicht erklärt wird, wo das alles herkommt. Aber am Ende ist halt alles klar und geritzt und passt schon. Und Justus hat wieder sein Genie unter Beweis gestellt. Olaf, möchtest du gerne? Kann ich gerne machen. Ich bin sehr dankbar, dass du die Plotholes uns aufgeklärt hast. Das Hörspiel selber finde ich gar nicht so schlecht. Ich finde es so ein bisschen vergleichbar mit einer Sinuskurve, weil es hat wirklich Höhen und Tiefen. Die Stimmung, die zu Anfang aufgebaut wird, diese Whodunit Orient Express Geschichte, also daran fühle ich mich erinnert, auch wenn es natürlich ein ganz anderes Schienennetz ist und ein anderer Hintergrund, finde ich das aber trotzdem eine romantisch spannende
Geschichte, die zu Anfang erzählt wird. Eigentlich ist es im Tunnel sehr, sehr spannend, sehr aufregend, was dort passiert. Es gibt dort in der Produktion so ein paar Probleme. Am Ende ist es leider ein bisschen zu sehr zusammengekürzt. Aber eigentlich zeigt sich, dass es im Prinzip eine sehr gute Geschichte ist. So. Die, ich sag mal, befriedigend umgesetzt worden ist. Oder ausreichend umgesetzt ist, so würde ich das lieber sagen. Aber mir hat das gefallen, das Setting ist spannend, ein Zug in dem Fall ist ein sehr schöner Handlungsort. Es gibt ein paar tolle Elemente wie die Draisinenfahrt, die zwar nur angedeutet wird, aber und auch ein Bahnmuseum als Showdown-Platz finde ich auch sehr, sehr gelungen. Darf ich noch eine Sache anmerken? Also es wird ja oft gesagt, dass wir uns nicht so auf die Handlungen und die Logiklücken beziehen sollen, vor allem im Fazit. Ich möchte an der Stelle nur betonen, die Sprecherleistung, es ist ein professionelles Hörspiel, das ist immer gut. Und also mit wenigen Ausnahmen. Schatz, bitte, du hast getrunken. Aber die Atmosphäre von der Folge ist ganz toll. Auch das im Tunnel, das ist gut umgesetzt. Das gefällt mir alles. Auch die Musikwahl fand ich sehr schön bei der Folge. Wollte ich nur noch mal erwähnt haben. Bevor ja, aber guck mal, so gerade, also es ist eigentlich eine spannende Atmosphäre, aber wenn man jetzt zum Beispiel so an die Zuggeräusche und so weiter denkt, da hat es dann ein bisschen Schwächen, glaube ich. Das könnte man noch irgendwie. Ja, da ist es ein bisschen dünn, das stimmt. Nee, aber ansonsten Sprecherleistung, hast du völlig recht. Also Mrs. Kingsley fällt ein bisschen ab. Da sind wir uns ja, glaube ich, einig. Irgendwie ansonsten sind die Sprecher alle großartig. Also auch Fred ist super eigentlich, der abgenervte Mensch, der denkt, dass die drei Schrotthändler ihnen alles wegnehmen. Fand ich alles ganz, ganz gut, ja. Ja, da bleibt für mich ja gar nicht viel zu sagen, weil ihr beiden habt ja eigentlich alles schon zur Genüge ausgeführt. Ich kann noch ergänzen, dass 83,159 Kilogramm Gold, Feingold, sind genau 5.005,53 $. Im aktuellen Gold. Nach aktuellem Goldkurs. Also, und das ist halt auch Feingold, ne? Aber es ist nicht so viel, wie man denkt. Ich hätte auch gern 83 Kilo Gold, aber es sind nur 83 Kilo und gut. Das wollte ich nur gesagt haben. Mehr kann ich nicht dazu sagen. Oh, aber da machst du ein Fass auf mit. Ist es denn so, dass 5 Millionen in Gold quasi jetzt einfach nur in der Zeitumrechnung das wert ist? Oder war das damals? Das kann ich dir nicht sagen, weil damals waren die Reinheiten auch anders und das kannst du mit heute nicht vergleichen und das kannst du heute auch viel reiner dann scheiden und jetzt ist das ist jetzt alles anders. Aber heutzutage wären 83,159 Kilogramm Gold eben diese 5 Gut, Millionen. Dann sagen wir mal Faktor 3, weil ne, das ist wahrscheinlich absolut unrealistisch. So schlimm wird es wahrscheinlich gar nicht gewesen sein. Aber sagen wir mal Faktor 3, dann sind das trotzdem nur 300 Kilo Gold ungefähr. Und dadurch fällt es bei so einem schweren Zug halt nicht ins Gewicht. Nee, dann ist auch egal. Aber dann glaube ich auch nicht, dass der Tender so viel kleiner wäre. Ja, weil ich glaube, 300 Kilo Gold haben auch nicht so ein hohes Volumen, weil die Dichte so hoch ist. Also ja, das mag sein. Ja, ich wollte das nur mal angemerkt haben, weil mir das, ja, ja. Weil mich das selber interessiert hat. Jetzt sind wir aber in dem Bereich. Raumschiff waren die Toiletten aus Platin. Aber ne? Jetzt sind wir in dem Bereich, wo ich sage, okay, wir sind auf dem Level angekommen, wo wir kohlenkackerisch werden. Ja, natürlich, natürlich. Ich wollte es einfach nur für mich selber mal wissen. Das ist vielleicht ein interessanter Fakt, vielleicht interessiert es ja jemanden. Und ja. Der kann dann das nächste Mal, wenn er gefragt wird, wie viel 5 Millionen in Gold in Kilogramm sind, dann kann er einfach sagen. Sagt er, warte, ich gehe es eben wiegen. Warte, 83, ja, genau. Ich guck mal nach, irgendwo unter der Couch muss noch welches sein. Richtig. Das sind Goldbarren gewesen, das habe ich nicht mehr Ja, umstürmen. Müssen ja, ne? Das also, wurde, glaube ich, nicht gesagt. Oder Münzen gerollt vielleicht in Papier. Ist noch Gold in Zähnen. Vielleicht sind es auch goldene Statuen einfach, oder lassen sich nur. Nee, das wäre auch noch schön, dass der Kessel eventuell aus Gold wäre. So wie die Reiterstatue von Cortes. Ja. Ich glaube, das ist nicht, das ist, glaube ich, nicht praktikabel, weil Gold so weich ist. Ja, ich wollte dann noch rausfinden, wie heiß. Das hält, glaube ich, den Druck nicht aus. Ich wollte dann noch wissen, wie heiß ein Tender wird, aber leider konnte ich da nichts finden. Du meinst, die sind die ganze Zeit mit so einer flüssigen Wanne aus Gold? Ja, beispielsweise. Also, das hätte mich jetzt halt interessiert, weil. Ne? Und mich würde interessieren, was Astrid denn zu dem Fall jetzt sagt. Das
das ist auch eine der Folgen, mit denen ich einigermaßen zufrieden bin. Also ich muss zugeben, mit dem Buch bin ich zufriedener als mit dem Hörspiel, weil bei dem Hörspiel hatte ich das Gefühl, dass die gesamte Zeit im Tunnel irgendwie unfassbar lang ausgewalzt wurde und dann am Schluss ging alles so schnell und so durcheinander, dass ich selbst ich nicht mehr wusste, wie Justus auf die Idee kam, wo das Gold versteckt ist. Aber das wollte ich noch sagen, genau. Ich habe das Hörspiel von der Neuvertonung nachher gehört, weil die Neuvertonung finde ich ganz großartig und da habe ich alles gehört, was irgendwie hörbar war. Das wollte ich auf jeden Fall mal sagen. Mich deucht, ihr seid auf Klischees aus. Da könntest du recht haben. Lass uns zum Klischee-Koeffizienten kommen, nachdem ich mich in meinem Fazit euch angeschlossen habe. Die drei Fragezeichen werden nicht ernst genommen. Dafür gibt es 15 Punkte. Außerdem wollen sie sich irgendjemanden schnappen. Ich denke, die wollten sich auf den Zug schnappen. Aber das ist egal. 25 Punkte. Ja, yep. Justus überstimmt Peter und Bob demokratisch und entscheidet, was gemacht wird, gibt 15 Punkte. Der Justus wird nicht ernst genommen. Nein, er wird schon ernst genommen. Er hat alles durchschaut und sagt aber nichts. Und es gibt 25 Punkte. Außerdem hat Peter Angst vor dem Übernatürlichen im Tunnel, verständlich, 15 Punkte. Jemand fragt, was bedeuten eigentlich die drei Fragezeichen? Das ist hier Fred und das gibt 25 Punkte. Dann müssen wir wieder weiter nach unten in der Liste. Es geht um einen versteckten Schatz, nämlich um das Gold, das gibt 20 Punkte. Und natürlich hat der Bösewicht überraschenderweise eine Waffe, auch nochmal 20 Punkte. Titus kauft tonnenweise Schrott, beziehungsweise hat es vor. Dann bricht er sich blöderweise den Fuß, den Knöchel, aber es gibt 15 Punkte. Es ist aber eine ziemlich coole Art, wie die drei Fragezeichen helfen. Sie fahren nämlich mit der Museumseisenbahn, das gibt 15 Punkte. Und die Dresine ist für Peter ein noch schönerer Anblick als Morten mit dem Rolls-Royce, 15 Punkte. Tja, die Visitenkarte wird vorgelesen, es gibt einen Punkt. Die Beatles lachen am Ende, 25 Punkte. Und damit kommen wir auf einen Gesamtklischee-Koeffizienten von 206 Punkten. Das ist eher so eine mittelmäßige Folge bei insgesamt 13 Klischees. Übrigens denke ich gerade so drüber nach, wenn Kenneth und Patrick noch für Titus arbeiten würden, hätte er wahrscheinlich die dahin geschickt. Und die ganze Geschichte wäre gar nicht passiert. Aber das wäre halt auch so ein vier Fäuste für einen Halleluja-Film. So Kenneth und Patrick zwei ihren Räumen auf. Ne? Wäre das denn nicht da eher eine Kneipenschlägerei gegeben zwischen den Nachfahren von den chinesischen Arbeitern und den Nachfahren der irischen Arbeiter, nämlich Kenneth und Patrick? Aber das wäre dann für mich eher ist das gerade so ein Bud Spencer Terence Hill Duo, aber zweimal Bud Spencer. So ein vier Fäuste für ein Oi, Mate. Ja, okay, gut. Zeit für Dr. Knobel, würde ich sagen. Ich fürchte es fast. Ich fürchte mich vor diesem Quiz. Ja, ich mich auch. Ich habe schon ein bisschen Angst, muss ich sagen. Aber wir werden ja gleich sehen. Ich habe nämlich. Ah, du bist doch schon wieder bis unter die Zähne bewaffnet. Ja, das schon. Ja, ich habe nicht so viele Eisenbahnfakten. Das Problem ist, das ist, wenn du. Ein Knobel-Quiz ist ungefähr so, wie wenn du für die Mathearbeit lernst und dann hast du Latein. Das bringt nichts. Ach, kannst du wenigstens bei beiden griechische Buchstaben benutzen. Ich habe Mathe verstanden, bis eh so ein Teufel angefangen hat, dieses Alphabet da einzupflügen. Naja, also dann holen wir ihn rein, oder? Oh nein, habt ihr das gehört? Habt ihr das gesehen? Das kann doch nicht richtig sein. Ein grünes Mikrofon, das kann doch nur eins bedeuten. Genau, hier kommt Dr. Knick. Hallo Dr. Knobel. Pünktlich wie die Bahn. Und unausweichlich wie die Steuern. Das ist ja wie abgesprochen irgendwie. Wir hatten das Bahn. Und unausstehlich wie Brokkoli. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr Brokkoli magt. Mögt. Magt. Ey, schreibt es in die Kommentare, wenn ihr Brokkoli magt. Den Literaten hier unter uns. Da hole ich den Brokkoli immer. Das ist doch hier der Produzent auf dem Brokkoli-Markt. Das ist auch schön, ne? Da macht Dr. Knobel immer einen Lapsus und wir stürzen uns da drauf wie so gierige Schakale. Lapsus ist das Kartoffeln und Corned Beef und so? Nee, ja, ne? Ja, das ist sehr. Lapsus ist dieses Fischgericht, ja. Mit rote Beete. Ja, genau. Heute bequissen wir den Geisterzug. Ich habe Schmerzen. Frage Nummer 1. Welche Farben hat Fred Jenkins Uniform? Plural? Ja, es sind mehr als eine.
Es sind mehr als eine. Ja. Wo schicke ich denn hier meine Direktnachricht? Da. Tom, möchtest du deine falsche Antwort vortragen, bevor die anderen beiden ihren Punkt bekommen? Ja, ich habe grün, also grau wusste ich noch, blau habe ich einfach, jeder Schaffner ist blau. Und grün, weil es nicht passte. Okay, nichts davon stimmt. Doch, das grün stimmt. Ist grün und ja, er hat gesagt grün, weil es nicht passt, aber grün und gold ist halt richtig. Ja, genau, habe ich mir gemerkt, aufgrund des berühmten Tanzclubs aus Bremen, den Grün-Gold-Club. Weltmeister seit ein paar Jahren im Tanzen. Habe ich mir gemerkt, weil ich mir gedacht habe, sowas wird abgefragt. Du bist ja auch echt langweilig. Frage Nummer 2. Ich lerne auf Lücke. Ja. Wann wurde die Eisenbahnlinie gebaut? Tja, das habe ich vorhin euch sogar verraten, fällt mir gerade auf. Richtig. Als ich gefragt habe, wie alt denn dieser Zug ist ungefähr. Ja, hinterhältig von dir. Wirklich. Ja. Sauerei. Du bist meine Eselsbrücke. Also der Esel, also der die Brücke gebaut hat. So. Ja. Es sind 1902 Jahre, die laut unserer Zeitrechnung. Juhu. Ich bin wieder enttäuscht, dass ihr so ultra viel wisst. Wir haben jetzt schon zwei Fragen, gibt es eine, die alle richtig haben und wir wissen schon wieder ultra viel. Ja, eigentlich müsstet ihr jetzt schon wieder mit mir streiten, warum die Fragen so schwer sind. Ich möchte nur darauf hinweisen, Dr. Knobel, wenn Sie nicht aufhören, Superlative zu nutzen, nutzen diese sich wiederum ab. Glaube ich nicht. Das war sogar ein Ultralativ, den Sie benutzt haben. Frage Nummer 3. Ja, krass davor, oder was ist das? Ultralativ? krass viel Wissen, ja. Wie wurde der Chinesentunnel früher genannt? Ja, es sind wieder alle drei richtig. Es heißt Harrow's Ende oder Harrow's End. Ja, das habe ich euch verraten vorhin. Egal. Können wir auch noch die ganze Zeit die Fragen zu verraten? Das ist ja wie eine Gruppenarbeit. Ja, Entschuldigung, hier. Dass wir. Entschuldigung, Herr Dr. Kay, dass wir über die Folge sprechen. Entschuldigung, nicht angenommen. Die nächste Frage wird ja dann sein, ob es den Mile High Club auch für Züge gibt und die Antwort ist. Der heißt Ratatatat-Club. Der Antwort ist der Ratatatat-Club. Okay, ich streich Frage 4. Frage 5. Wie spät ist es auf der Uhr von Mr. Harrows, wenn er am Bahnhof steht und wartet? Also die war Olaf wie aus der Pistole geschossen. Bam. Pam, 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 pam. Oder, nee, Moment, warte, was? Ihr habt es beide schon getippt, ne? Ja. Natürlich, wir tippen nicht, wir wissen. Ja, aber ich, oh Gott, ich bin mir nicht mehr sicher. Halb 10 oder 10.30 Uhr? Ich glaube 10.30 Uhr. Richtige Wahl, Thomas. Ja, zum Glück, puh. Ich glaube, irgendwie halb 10, irgendwas mit 10, halb 10, nee, 10.30 Uhr. Eieiei. Frage Nummer 6. Aus welcher Stadt kommt Reno? Auch hier alles richtig. Es ist San Francisco. Oder wie Olaf, Tom geschrieben hat, San Francisco. Aber ich habe noch eine Frage für dich. Ich habe mich jetzt eben konzentriert, dass ich das ja richtig schreibe. Aber beim letzten Mal, als San Francisco die Antwort auf eine Frage war, habe ich Frisco geschrieben und du hast mir dafür einen Punkt abgezogen. Ja, weil das eine ganz andere Stadt ist. Eine andere Stadt. Ich wollte es gerade sagen. Das letzte Mal, als ich nach San Francisco gefragt habe, ich Las Vegas geschrieben und keinen Punkt bekommen. Voll krass. Ist Reno nicht eigentlich auch dieses Las Vegas für Scheidung? Ja, dachte ich Reno auch. Reno ist vor allem die Stadt, in der auch hier Straße des Grauens spielt. Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Und ich hätte vielleicht fragen sollen, wie viel Reno kommt aus San Francisco? Wie viel Einwohner hat Reno? Das wäre vielleicht die bessere Frage gewesen. Was ist denn jetzt, Maybe. Was ist denn jetzt die Abschlussfrage? Die Abschlussfrage ist, womit hat Dan Harrows ein Vermögen verdient? Er hatte beim Bau der transkontinentalen Eisenbahn ein Vermögen verdient. Richtig. Ja, wollte ich gerade sagen. Dann haben wir es ja alle richtig. Ja natürlich. Gut, also mit diesem für uns sehr erfolgreichen Quiz. Ich habe tatsächlich alles richtig. Ich habe auch alles richtig. Tom, hast du auch alles richtig? Nee. Das war ja klar. Verabschieden wir uns. Wir müssen jetzt noch den Todeszug nach Yuma kriegen und hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
Das war der spezial gelagerte Sonderpodcast. Ihr könnt die Jungs unterstützen über patreon.com/spezialgelagert oder über paypal.me/spezialgelagert. Der SSP bedankt sich recht herzlich bei Dr. Orgel für das tolle Intro und der Station Voice Heinz Kreinbaum. Der SSP ist ein Hobbyprojekt und steht in keinem Zusammenhang mit Kosmos oder Europa. Ihr findet den SSP auf Facebook, Twitter und Instagram, jeweils unter Spezial gelagert sowie auf YouTube. Außerdem könnt ihr die Jungs auf dem SSP Discord-Server antreffen. Alle Links findet ihr natürlich auf der Webseite spezialgelagert.de. Bis zum nächsten Mal.